Schönen guten Morgen, Österreich. Es ist der 5. Oktober, es ist der Mittwoch und ich freue mich, dass wir uns sehen. Es wird ein schöner Tag, ein sonniger, ein milder Tag und dieses Wetter passt zur Stimmung. Wir freuen uns nämlich alle mit ihm. Physiker Anton Zeilinger hat den Nobelpreis nach Österreich geholt. Ja, da dürfen wir uns jetzt schon alle mitfreuen. Mit ihm. In Ried im Innkreis geboren, war er als Physiker viele Jahre in Innsbruck tätig, später dann in Wien und jetzt ist der 78-jährige Nobelpreisträger. Er wollte das Telefon gestern gar nicht abheben, hat er gesagt, um 11 Uhr, als es geklingelt hat, und war dann aber doch ganz froh. Wofür hat er diesen Nobelpreis bekommen? Was bedeutet das auch für die Wissenschaft in Österreich? Das frage ich jetzt unseren liebsten Wissenschaftskollegen, Günther Meyer. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Schon eine tolle Sache, oder? Naja, absolut. Also das ist natürlich was, auf das warten alle Forscherinnen, alle Wissenschaftler, wenn der Anruf kommt. Wahnsinn. Und in dem Fall war es natürlich so, wir haben immer schon ein bisschen damit spekuliert in den letzten Jahren. Und dann fast immer ist es so, wenn man fast gar nicht mehr dran glaubt und sich denkt, naja, vielleicht wird es doch nichts, dann passiert. Mhm. Und in dem Fall hat die Sekretärin schlicht und einfach gesagt, die lässt sich nicht abwimmeln, die Frau, die will wirklich unbedingt mit Ihnen sprechen, Herr Professor. Und der ist, ich meine, ich muss noch meine Arbeit hier fertig schreiben, die sind ja solche Wissenschaftler, geht ja nie in Pension. Und dann hat sie gesagt, ja, aber es ist eine schwedische Vorwahl, also, und das macht dann schon ein anderes Bild. Das war eine Geschichte, ein Gänsehaut. Ja, und dann hat er gemeint, naja, dann stell sie doch einmal durch. Schauen wir mal, was mit dir zu sagen hat. Ja, wir wollen ja nicht so sein. Ne? Sehr freundlich. Anton Zeilinger, ich glaube, er war selbst sichtlich gerührt oder einfach erfreut, unglaublich. Das ist schon eine Belohnung auch einer jahrzehntelangen Arbeit, oder? Ja, das ist natürlich so. Und man darf nicht vergessen, in der Wissenschaft, es gibt enorm viele Rückschläge auch, wenn man an Dingen forscht, wo was nicht funktioniert. Und der gilt als besonders zäher, der also dranbleibt. Und viele haben sich da die Zähne ausgebissen an dieser Forschung und er hat es mit seiner Gruppe, mit seinen wunderbaren Studentinnen und Studenten geschafft, irgendwann diese Teilchenübertragung, wenn man so möchte. Irrsinnig kompliziertes Zeug natürlich, aber für die Wissenschaft ist es nachvollziehbar. Es ist immer wichtig, man muss es wiederholen können, es muss beweisbar sein. Und da ist in Österreich wirklich ganz Großes gelungen und deshalb ist dieser Nobelpreis jetzt eigentlich auch absolut verdient, klarerweise. Und eigentlich hat die Fachwelt auch irgendwie darauf gewartet, irgendwann muss er ihn ja fast bekommen. Wahnsinn. Und jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Wofür hat er ihn bekommen? Ja, im Prinzip, die meisten stellen sich es dann vor wie im Raumschiff Enterprise. Man nimmt Eva Pölzl und dann ist sie weg und ist gleichzeitig woanders aufgetaucht. Also ja. Im Newsroom oder egal wo. Oder zu Hause. So ist es nicht. Also hier werden nur Informationen übertragen, wenn man so will. Wir haben hier eine Glühbirne, die leuchtet grün und man schickt diese Information irgendwo hin, kann auch über tausende Kilometer mittlerweile sein, und dann leuchtet dort auch eine Glühbirne grün. Die Glühbirne selbst wird nicht übertragen, aber die Information, dass sie grün ist. Und das ist in der Quantenphysik eben das Interessante, dass zu gleicher Zeit hier Zustände übertragen werden oder Informationen übertragen werden, wo wir noch gar nicht so genau verstehen, warum es so ist. Aber Anton Zeilinger und seine Gruppe hat bewiesen, dass das funktioniert, dass diese Teleportation funktioniert. Das Zweite ist, dass diese Quanten, diese ganz winzige Welt, aus der wir alle bestehen, eben zusammengesetzt ist, aus diesen winzigen Teilchen, die ganze Welt. Wenn man sich vorstellt, wie ein Riesenpuzzle mit einer Milliarde verschiedenen Teilchen, die durcheinander gewürfelt sind, so kann man verschlüsseln. Man schickt dann dieses Paket irgendwo hin und die dort wissen, wie man es wieder zusammensetzt. Okay. Und das ist die Idee dahinter und das ist auch schon in der Praxis. Das heißt, wir können Nachrichten so verschlüsseln, dass garantiert niemand das knacken kann. Auch kein Wladimir Putin oder andere, sondern es ist wirklich absolut sicher und dazu braucht man den entsprechenden Schlüssel. Und so funktioniert das Ganze und ist physikalisch wahnsinnig schwer so nachzuvollziehen. Ja. Aber eine Spitzenforschung, die in diesem kleinen Österreich wirklich Welt Was bedeutet das jetzt? Es gibt ja sozusagen auch der Wissenschaft jetzt einen unglaublichen Booster, oder? Dieser Nobelpreis, kann man davon ausgehen? Ja, ein Nobelpreis ist immer etwas, wo es ein richtiges Raunen durch die gesamte Forschungslandschaft geht. Und wir haben ja gesehen, vom Bundespräsidenten abwärts, alle gratulieren. Man ist stolz drauf, so wie wir auch auf Olympiasiegerinnen im Skifahren oder andere Olympiasieger stolz sind, können wir in der Tat, das ist auch ein Olympiasieg in der Forschung, könnte man sagen. Das ist der Olymp, wo man hinkommen kann. Und das ist natürlich schon etwas, wo auch vielleicht wieder Kinder in der Schule sagen, wow, ich möchte auch so einer sein wie der Anton Zeilinger. Und die Begeisterung, die so entsteht, das kann natürlich viel bewirken in der Forschungswelt selbst. Ohne dies, dass man sagt, ja, wir haben einen Nobelpreisträger,
Nicht schlecht. Also ich glaube, ich weiß, was heute im Physikunterricht in der Schule besprochen wird, oder? Also zum einen der Nobelpreis, aber vor allem auch das, was du uns gerade erklärt hast, wofür dieser Nobelpreis verliehen wurde, diesem Anton Zeilinger, ein wunderbarer Forscher, ein Österreicher, der den Nobelpreis nach Hause geholt hat. Können wir durchaus stolz sein, kann alle man zusammen. Stolz sein, gell? Danke. Also Ried-im-Innkreis. Ja, ich bin auch in Ried-im-Innkreis geboren. Die berühmten Söhne und Töchter. Schau, wer weiß, wofür ich noch einen Nobelpreis kriege. Ja, ich würde mich freuen, dann bin ich wieder hier. Ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Nein, ich glaube, du schaffst das locker allein. Ich kenne dich. Ja, wir brauchen eine neue Disziplin. Ich danke dir, Günther Mayer. Schön, dass du da bist. Gut, dass du uns das erklärst. Wir freuen uns mit Anton Zeilinger und gehen optimistisch in diesen Tag. Und wenn wir von der Schule und Optimismus sprechen, dann fallen uns natürlich auch gleich die vielen Jugendlichen ein, die es ohnehin nicht leicht haben. Diese sogenannte Generation Z, die leidet unter Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und fehlenden Zukunftsperspektiven. Optimismus kann man aber auch lernen. Die Oberösterreicher machen es vor und bringen das Fach Optimismus in die Schule. Schule kann ganz schön anstrengend sein, vor allem in Zeiten wie diesen, wo eine Krise die nächste jagt. Ich wünsche mir, dass die Leute nicht so viel jammern und einfach nicht so negativ denken. Es ist schon zum Teil relativ belastend, allerdings versuche ich immer, dass ich mich halt mit aufhaltenden Sachen halt so gut wie es geht ablenkt. Arme und Hände und Kopf. Schule kann aber auch unglaublich viel Spaß machen. Wir sind in der Musikmittelschule Helmond Söd im Mühlviertel. Heute steht Optimismus auf dem Stundenplan. Zu Gast ist Humortrainer und Buchautor Michael Triebeck. Ja, Optimismus kann man lernen. Dazu ist hilfreich, eine humorvolle Perspektive einzunehmen, sich ein bisschen zu verrücken. Das hat man heute in der Schule gesehen. Die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Pädagoginnen und Pädagogen waren ein Stück weit verrückt. Und das macht gute Laune. Und dann kann ich mich einem Lernstoff wieder achtsam widmen. Ich habe es recht lustig gefunden. Man hat einfach wieder mal gemerkt, dass eigentlich Tree auch lustig sein kann und dass es nicht immer so negativ ist. Optimismus habe nichts mit immer hübsch positiv denken und schönreden zu tun, sagt Triebeck. Gefragt sei ein realistischer Blick auf die Welt. Optimisten haben den großen Vorteil, dass sie nicht nur Krisen und Schwierigkeiten sehen, sondern auch die Dinge in ihrem Leben, die funktionieren und die ihnen gut tun. Internationale Studien belegen, eine gesunde Portion Optimismus kann die eigene Widerstandskraft stärken. Als Schulleiter habe ich natürlich eine große Verantwortung, was mentale Gesundheit betrifft. Und in diesem Zusammenhang ist mir ein gutes Schulklima sehr, sehr wichtig. Eine positive Grundhaltung kann da viel dazu beitragen. Optimismus ist für mich, nach vorne zu schauen. Nicht immer zu sagen, es ist alles so schlimm, es ist alles so furchtbar, sondern zu sagen, so ist es jetzt. Wie lösen wir es? Wie machen wir das Beste draus? Optimistisch zu sein, den Kindern eine Perspektive zu geben, glaube ich, ist das Allerwichtigste. Denn nur so können sie auch in ungewissen Zeiten zur Ruhe kommen und zuversichtlich in die Zukunft blicken. Und jetzt schaue ich gleich einmal und bin sehr gespannt, ob meine Kollegin Maria Theiner auch so flott in der Schule unterwegs ist. Sie ist heute live für uns in Gmunden und wir bleiben sozusagen beim Thema. Wir haben uns jetzt die kleineren Kinder angeschaut, aber wie geht es der Jugend? Wie geht es eigentlich jenen, die ab 16 einmal übers Leben nachdenken müssen? Liebe Maria, du weißt Bescheid. Guten Morgen. Schönen guten Morgen hier aus dem Gymnasium in Gmunden. Ich habe mein kleines Namensschild gebastelt, damit es da alles wirklich zusammenpasst. Fühle mich irgendwie ganz wohl in der Klasse und in einer Rückkehr in die Jugend, eine Zeit, wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben, wer mit wem am Tanzkurs tanzt und wer mit wem zusammen ist und wie der Fußballverein, der Lieblingsverein am Wochenende gespielt hat. Die Jugendlichen heute, die beschäftigen sich mit Homeschooling, mit Corona, mit dem Krieg vor der Haustür, mit der Klimakrise. Was macht das alles mit den Jugendlichen? Das frage ich heute Silvia Plasser. Schönen guten Morgen. Sie sind Lehrerin und auch Psychologin. Was beobachten Sie denn an der Jugend von heute? Inwiefern ist sie anders als vor 10, 15, 20 Jahren? Also beobachten an der Jugend, dass der Wunsch nach Leichtigkeit nach wie vor vorhanden ist und dass es aufgrund der
Informationen und der Medien, Berichterstattung oft sehr schwierig ist, in der Leichtigkeit zu bleiben. Beobachten tue ich auch, dass Sie schon so den Eindruck haben, wohin geht's, was macht die Zukunft, wie können Sie mitgestalten? Und zugleich eine unheimliche Resilienz. Sie sind schon sehr beweglich, Sie haben Möglichkeiten, andere Perspektiven einzunehmen als oft die Erwachsenen. Und dennoch merken Sie natürlich auch, vermutlich auch spürbar, dass die Erwachsenen oft gar keine Visionen mehr haben. Und das, glaube ich, macht die Jugendlichen etwas nachdenklich. So der Blick, wo sind die Erwachsenen, wo sind gute Politiker, die irgendwie eine Vision haben. Also das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, diese Jugend trainiert jetzt Fähigkeiten, die wir uns dann im Erwachsenenalter, wenn überhaupt, mühsam aneignen mussten, nämlich dieses Reagieren auf Krisen. Ja. Wie kann man die Jugendlichen denn dabei unterstützen? Ja, Vorbild, wie immer eine große Möglichkeit. Da, glaube ich, scheitert es manchmal, dass sie oft die Erwachsenen nicht mehr so in dieser Vorbildwirkung haben. Was kann man tun? Sie haben natürlich so eine Fähigkeit in Gruppen miteinander. Wir machen auch in der Klasse oft Übungen, nennt sich mentale Gesundheit, wo wir versuchen auch zu schauen, welche Gedanken pflegen Sie denn so tagsüber? Was können Sie tun, um vielleicht eine andere Perspektive einzunehmen oder mentale Hygiene, wie wir es nennen. Ja. Es wird ja auch immer wieder die Forderung laut nach einem eigenen Lehrfach für psychische Gesundheit, einem Pflichtfach. Können Sie das unterstützen und wie würde das ausschauen? Ja, also es gibt grundsätzlich Psychologie im Unterricht, in der Klasse und der Schule sowieso. Aber ja, würde ich unterstützen, unbedingt. Würde ich aber auch sagen, dass das schon in der ersten Klasse beginnt und nicht erst in der Oberstufe. Ja, unbedingt, weil ich glaube, dass sie Unterstützung brauchen oder anders, dass es gut ist, zu schauen, wie kann ich denn mein Leben gestalten, obwohl es trotzdem es Krisen gibt und das wird es immer geben. Thema Unterstützung, es gibt ja nach wie vor sehr viele Jugendliche, auch wenn die sehr resilient sind, die mit Essstörungen zu kämpfen haben, mit Depressionen, teilweise sogar Suizidgedanken. Und dann wissen wir, auf einen Jugendpsychiater, auf eine Psychologin wartet man derzeit Monate. Ja. Brauchen wir da mehr Unterstützung für diese Generation? Ja, dringend, das sage nicht nur ich natürlich, das sagen sehr natürlich. Ja. Es wäre gut, auch die Wartezeiten sind einfach zu lang und Jugendliche brauchen etwas anderes als Erwachsene. Ja, und die Jugendpsychiatrie ist voll, das wissen wir auch. Also ja, schon. Was konkret diese Jugendlichen brauchen, wie wir sie unterstützen können, auch als Eltern, Großeltern, Tanten, Onkeln, darüber sprechen wir heute früh hier im BRG im Gmunden. Ich mache jetzt Sätzen, danke und liebe Grüße nach Wien. Bist das auch nicht mehr so gewöhnt in der Schule, gell? Irgendwie nicht, ne? Ist okay, ich glaube, das dürfen wir in unserem Alter sagen. Liebe Maria, ich danke dir ganz herzlich. Wir sehen uns dann in einer Stunde noch einmal live aus Gmunden heute. Da geht es um die mentale Gesundheit von Jugendlichen und zur körperlichen Gesundheit von Erwachsenen kommen wir jetzt. Und da freue ich mich ganz besonders, dass der Hormonpapst himself da ist, Professor Johannes Huber. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Jetzt haben Sie schon wieder ein Buch geschrieben, ist unglaublich. Vor ein paar Wochen, Monaten waren Sie bei uns. Ja, wenn das Herz voll ist, dann geht der Mund über. Das ist auch schön gesagt. Das Wunderwerk Frau, also der Titel gefällt mir schon einmal, das darf ich Ihnen gleich vorab sagen. Und ich bin ja schon recht happy, weil Sie zum Beispiel einmal gesagt haben, oder das auch in Ihrem Buch steht, Frauen sind mit einer, wie haben Sie es gesagt, mit einer teuren Markenuhr, mit einer hochwertigen zu vergleichen und die Männer, naja, Wegwerfuhr, das ist jetzt gemein. Aber Sie haben es so gesagt. Eine simple Uhr. Das ist richtig. Wo ist der Unterschied? Das heißt, wir Frauen sind doch das stärkere Geschlecht. Ja, letzten Endes schon. Nicht nur deswegen, weil sie 1000 Gene mehr haben als die Männer. Und das ist ja immerhin eine ordentliche Zahl. Sondern weil das Hormonsystem natürlich ganz anders arbeitet und viel vollkommener und kompletter ist. Der Mann hat ein Hormon, nämlich das Testosteron. Das kommt aus dem Hoden raus, so wie das Wasser aus dem Gartenschlauch. Relativ einfach, nicht? Weil bei der Frau sind es drei Systeme, die unterschiedlich sich aktivieren, die auch gegenseitig in Kontakt sind. Also das kann man gar nicht vergleichen mit dem Hormonsystem des Mannes. Und deswegen kann auch der weibliche Körper viel mehr als der des Mannes. Okay. Ist das auch darauf zurückzuführen oder der Rückschluss zu ziehen, dass wir so zum Beispiel länger leben, ja, wir Frauen? Oder auch zum Teil Corona-Erkrankung, ich glaube, da hat man das ganz gut gesehen, dass völlig Männer richtig. Da oft stärker und härter betroffen waren. Das ist völlig richtig. Das liegt an diesem berühmten X-Chromosom. Okay. Und dort ist eine Konstellation, die die Frau besser schützt. Mhm. Und Faktum ist ja natürlich, die Frau muss mehr arbeiten, muss mehr Sorgen ertragen, muss den Mann ertragen und trotzdem lebt sie länger wie die Männer. Also da ist schon viel dahinter, was die Wissenschaft jetzt erst langsam erforscht und erkennt. Herr Professor, mit Ihnen könnte ich stundenlang reden. Wir haben das richtige Thema.
Sagen Sie mir, ist es trotzdem auch so, ich meine, wir haben ein Problem, wir Frauen. Ja? Irgendwann nimmt unser Hormonstatus ja auch ab, wenn die Wechseljahre kommen. Richtig. Sind wir da, also was passiert dann? Sind wir dann den Männern gleichwertiger? Na, vulnerabel, nicht? Aber manche Frauen haben keine Beschwerden, dann macht der Körper das selbst. Wenn allerdings Beschwerden auftreten, dann kann man das biologisch ident imitieren, was seit der Pubertät das Wohlbefinden der Frauen erzeugt hat. Und das kann jeder Gynäkologe und das ist auch sinnvoll. Also leiden soll man in Lebensmitte nicht. Okay, das heißt, sobald ich Wechselbeschwerden habe, ich meine, da gibt es ja Frauen, die haben dann hohen Blutdruck und andere auch wirklich körperliche Themen, das heißt, da würden Sie auf alle Fälle entgegenwirken? Ja, unbedingt, nicht? Denn es ist ja nicht nur die Hitzewallungen, sondern es ist der hohe Blutdruck, der hohe Cholesterinspiegel, es sind depressive Verstimmungen, obwohl kein Grund dafür da wäre. Und natürlich auch der Gedächtnisverlust, nicht? Also Emma Freud, die Ururenkelin von Sigmund Freud, hat sich vor kurzem identifiziert, dass mit den Wechseljahren diese großen Probleme entstanden sind und dass damals nicht dagegen gearbeitet wurde. Also es ist das Gedächtnis vor allem das, was viele Frauen belastet und die trockenen Schleimhäute etc. etc. Also das ist wirklich ein Wunderwerk und wenn da ein kleines Steinchen fehlt, kommt manches durcheinander. Wäre schade um dieses Wunderwerk, oder? Sollte man erhalten. Naja, und vor allem den Männern erklären. Ja, okay, gut, das müssen Sie machen, da kennen Sie sich besser aus. Was sagen Sie denn zu diesem Physik-Nobelpreis, der gestern an den Anton Zeilinger ging? Naja, das freut uns natürlich alle gewaltig, weil er ja in der Tradition von ganz großen Physikern steht, als dritter Physik-Nobelpreisträger Österreichs. Und das hat natürlich auch irgendwie eine weltanschauliche Komponente. Schön, denn er geht in Gebiete vor, die sich unseren Sinnen normalerweise entschließen, für die wir keine Antennen haben. Denn wie sollen wir die Verschränkung von zwei Photonen verstehen? So unmöglich, nicht? Also er hat irgendwie auch eine transzendente Perspektive damit eröffnet. Etwas, was unseren Geist übersteigt. Schön. Und Sie haben uns heute das Wunderwerk Frau eröffnet. Da freuen wir uns sehr. Das ist Ihr aktuelles Buch. Schön, dass Sie es heute bei uns präsentiert haben, Herr Professor. Wir hören uns und sehen uns später noch einmal. Jetzt habe ich für Sie was Nettes, einen neuen Buchstaben. Wir spielen Wort der Woche. Zu gewinnen gibt es einen Gutschein für 2 Nächte für 2 Personen, bereitgestellt vom Thermenresort Leupersdorf. Buchstabe Nummer 3 wartet heute an diesem Mittwoch schon für Sie und das ist das F wie Friedrich. Bitte sehr, da freuen wir uns. Bitte sammeln bis Freitag bei uns Buchstaben sammeln. Auf gutenmorgen.of.at finden Sie alle Infos. Martina Reuter steht schon in den Startlöchern. Ich freue mich auf Ihre Modetipps, Sie hoffentlich auch. Davor gibt es aber noch eine wunderbare Expertin, Gerti Sänger. Nimmt sich heute um ein Problem an. Ja, das ist auch nicht einmal ein Luxusproblem, würde ich sagen. Denn wenn der Partner, der zwar weit weg ist, nur weibliche Freundinnen hat und keinen Freund, da ist Eifersucht dann doch ein Thema. Es gibt Probleme, die einem selber suspekt erscheinen. Und so geht es auch der Marie-Therese. Sie hat eine Fernbeziehung, eine sehr glückliche Fernbeziehung. Der Mann ist absolut treu. Aber das Problem besteht darin, dass seine Freundinnen, er hat nur weibliche Freundinnen, er hat keine männlichen Freunde. Und er postet alle die Erlebnisse, die er mit seinen Freundinnen hat. Also egal, wo er hingeht, ob er einen Ausflug macht oder ob er in ein Lokal geht, alles läuft über Facebook und immer mit den diversen Freundinnen. Und die Marie-Therese sagt, sie bemüht sich nicht eifersüchtig zu sein, weil sie hundertprozentig sicher ist, dass er treu ist. Aber sie ist es dennoch. Und jetzt habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, warum stört es sie so sehr, dass ihr Partner, von dessen Treue sie 100% überzeugt ist, nur weibliche Freundinnen hat. Ich glaube, es ist nicht so sehr das Problem, was sie vermeint, sondern es ist das Problem, dass er das alles postet und dass er auf diese Art und Weise der Umwelt signalisiert, mir geht's gut, ich bin lustig, ich habe eine wahnsinnig nette Umgebung. Und sie ist eher eine zurückgezogene Stille, die das alles nicht hat. Das stört sie. Da ist die Eifersucht eher auf die Lebensgestaltung. Und was meiner Meinung nach noch viel mehr ins Gewicht fällt, sie muss sich alle diese Mitteilungen mit den Facebook-Freunden teilen. Es gibt sozusagen keine
Fotos, die er ihr privat schickt. Also sie ist in dem Sinne, ihrer Meinung nach, nicht etwas Besonderes. Und ich glaube, da müsste sie ansetzen, um die Situation so zu sehen und nicht da zu glauben, es sind die Frauen, die um ihren Partner herum geschart sind. Wesentlich wäre, dass sie in der Lage ist, auch ihr Leben lebendig zu gestalten und dann ein offenes Wort zu reden und zu sagen, du musst nicht alles posten, überlass einen Teil uns beiden. Danke, Frau Dr. Sänger. Jetzt haben die Martina und ich ein bisschen getratscht. Jetzt weiß die Martina gar nicht, wie sie mit dem Problem umgehen würde. Ich weiß aber, um was es geht. Oh, bitte, sag zu mir, würdest du eifersüchtig sein? Mit vielen weiblichen Freundinnen? Ja. Naja, also nein, schon. Du nicht. Doch, ich bin ja schon auch, also ich würde dann fragen, wer ist denn das? Also wenn es die beste Freundin aus der Schulzeit ist, dann finde ich das nicht schlimm. Ja? Aber wenn das so eine neue Bekanntschaft ist, naja. Also wenn man dann mit eingeführt wird in diese Freundschaft, als Partnerin finde ich das in Ordnung. Aber wenn man da so ein bisschen zurückgehalten wird, dann würde ich dann schon komisch denken. Gell? Also die Dreierkonstellation nimmt sie, aber die Zweierkonstellation, da ist sie eifersüchtig. Schau. Also ich sage immer, das kommt immer darauf an, wie du es kommunizierst. Ja? Aber wenn du da nichts drüber sagst und das so ein bisschen verdeckt hältst, dann hat das doch irgendwie mit was anderem zu tun. Glaube ich halt dann. Dann bin ich ja wieder die Forscherin und schau mal, was da los ist. Und bist schon wieder weg. Genau. Du schaust toll aus. Schön, dass du hier bist. Du, ich bin heute ein Blumenstrauß, habe ich mir überlegt. Gell? Ja, also ich Wahnsinn. Finde passend, ja, für dieses Wetter braucht man ein bisschen Farbe. Nein, du hast die richtigen Schuhe auch an. Ich habe die richtigen Schuhe halt an. Zum Rumgehen, zum Herbstspaziergang. Das sind eigentlich Overknees, aber ich bin doch so groß. Also eigentlich gehören die über die Knie. Nein, echt? Leider, ja, aber ich finde die super bequem. Sie sehen toll aus. Genau. Sehr sexy, wenn ich das so sagen darf. Aber ich bin ganz hochgeschlossen heute. Also so ist so mein Outfit, habe ich halt Lust drauf. Gell? Ein bisschen die Sonne soll rauskommen. Und du siehst, man braucht ja Jacken drüber. Was zieht man über ein Kleid an? Das kriege ich ganz oft die Frage, wie lang müssen die Jacken sein? Hat man dann so einen dicken Parker an? Also im Moment gibt es ja diese, ich liebe ja diese Plüsch-Teddy-Jacken. Du auch, oder? Super, ja. Und in wunderschön, das ist ja so ein Currygelb. Ja? Das ist ja nicht so ein überstrahltes Gelb, das passt mich wirklich jeder Frau. Die sind nämlich echt süß geschnitten, so ein wirklich kuscheliger Schal also, oder Kragen. Wenn man das umlegt, sieht das nämlich aus wie so ein Bubikragen, 60er Jahre. Okay. Oder es gibt halt die klassischen Biker-Jacken und die sind auch cool. Das ist übrigens alles Lederimitat. Also ich habe veganes Leder. Natürlich, veganes Leder. Wie konnte ich das vergessen? Zum Waschen, aber ich finde die wirklich cool. Oder auch, was auch sehr lässig ist, sind diese Ponchos, die du drüber wirfst. Mhm. Also wenn es nicht so ganz kalt ist, dann wirfst du das drüber. Das ist ja wie so eine Decke. Und die gibt es wirklich in diesen schönen, fast schon, ich sage jetzt mal, südamerikanischen Styles. Ja? Und schöne Farben. Also da kann man auch ein schlichtes, schwarzes Outfit mit über... Sombrero würdest du das dann auch jetzt noch kombinieren. Jetzt pass auf, was ich für Hütte halt mit habe. Also stimmt, richtig, wir haben ja coole, hier. Ja, und da, auch bei den Hüten siehst du, kommt nämlich wieder das Plüsch. Und das sind Hüte, die hat man jetzt auf der Fashion Week auch rauf und runter gesehen. Ja, die sind wirklich goldig. Ja? Ich finde die super. Ein bisschen anders mal vom Style her, mit den Nieten rundherum. Aber wer keine Mütze will oder keine Haube, setzt halt dann so einen Hut auf. Meine Regisseurin Karin sagt gerade, die findet das nicht so schlecht. Karin, gefällt dir das Hut dann? Finde ich sehr für gut. Für mich. Ja. Dem Zusatz für mich. Also naja, okay. Ja, tragt man, aber so kombiniert man das miteinander. Oder, pass auf, es gibt ja auch diese wunderbaren Strickwesten, okay, die du mit viel Muster jetzt hast und wirklich über ein normales, also Jeans, T-Shirt oder einen normalen Pullover und dann ziehst du sowas drüber an. Die sind so gemütlich, weil die schön lang sind. Jetzt muss ich lachen, ich habe sowas in dunkelblau. Einfarbig, oder? Habe ich mir gedacht. Ja gut, aber weißt du, jetzt kommt im Herbst, ich sehe ja die ganzen Leute draußen, die haben dann die grünen Parker an, die es seit 100 Jahren gibt, die haben die grauen Wollstoffmäntel an. Also ich würde lieber sowas drüber anziehen, so wie du Jeans, weiße Bluse und dann so eine Weste drüber, finde ich schon cool. Und ich würde es dann immer mit den bunten Beanies nochmal ein bisschen aufwerten, weil es gibt im Moment wirklich, das sind alles ganz neue Mützen. Das ist deine, die hast du schon getragen, oder? Unterschiedliche habe ich, ja, aber die ist ganz neu. Ja. Okay, und die sind auch vom Material super angenehm. Und du siehst, dass jede Modekollektion hat diese Mützen im Moment und alle Signalfarben. Also die kannst du überall dazu kombinieren. Ich würde da wirklich Colorblocking machen und cool, so auch rausgehen. Ich mag das gerne. Hast du irgendeinen Tipp für dieses Jucken auf der Stirn bei den Hauben? Echt, jucken die? Na, aber ich weiß, das kommt drauf an, wenn man viel schwitzt, dann fängt man an zu jucken. Also mein Tipp ist, du weißt, ich liebe Trockenshampoo. Also ohne Trockenshampoo gehe ich da gar nicht aus dem Haus. Und wenn ich eine Mütze aufsetze, sprühe ich mir vorher den Kopf mit Trockenshampoo ein. Aber wichtig ist, Trockenshampoo musst du ja einmassieren, weil viele sprühen sich das auf und machen dann nichts. Das wirkt erst, wenn du es einmassierst, weil da sind so kleine Kügelchen drinnen, die dann den Stand auch geben. Das heißt, wenn du das einmassierst und dann die Mütze aufsetzt, wirst du nie jucken haben. Aber dann juckt es trotzdem auf der Stirn.
Also da ist man schon sehr empfindlich, danke. Ja, das also, bin ich. Muss ich schon ja, sensible Haut. Ja, dann musst du es ein bisschen weiter nach hinten aufsetzen. Gell? Oder die Haare drüber legen. Das schaut nicht so gut aus. Ja, aber du weißt, frag mich mal, ich nehme alles in Kauf für einen guten Look. Da kannst zwicken und zwacken und unangenehm sein. Hauptsache, der Style stimmt. Ja? Also da muss man einfach durch. Gell? Ja, ja, absolut. Ich bin einfach tickig. Ich bin ja. einfach tickig. Ja, ja, ja. Ja, völlig richtig. Nein, ja. aber das, ich kenne das Problem. Ja? Aber da muss man bei der Qualität schon ein bisschen schauen. Und du merkst, dass die sind halt wirklich weich. Und ich bin halt ein Fan davon, wenn du ein bisschen Kunstfaser dabei ist, weil dann zwickt es gar nicht mehr. Herrlich. Martina so. Reuter, at its best. Was soll ich da noch dazu sagen? Sie schaut wunderschön aus. Sie hat tolle Sachen mitgebracht. Ja. Es ist ein Vergnügen mit dir. Schön, jetzt komme ich dann im Dirndl. Im Dirndl. Na bitte, ja. gibt es Oktoberfest? Ist noch? Na München klar. nicht mehr. Aber, ja, aber wieder wie Wiesn. Ja, ja, klar. Einmal gehen wir noch auf die Wiesn. Jetzt gehen wir ins Zeit im Bildstudio. Rebecca Salzer erwartet Sie. Wir sind gleich zurück. Guten Morgen, Österreich. Schluss, es ist vorbei, wo der Tag die Nacht begrüßt. Badeschluss, es ist vorbei, weil der andere kann anderen vermisst. Du hast da alles ihm da gegeben. Ein Tag kann nehmen auch am Leben. Die Sonne war stark und ziemlich gut heut. Drum ruder als die anderen Leid. Wer was anders sagt, kann still verbleiben. Die Witz, a Schaß, mehr wird nicht bleiben. Badeschluss, es ist vorbei, wo der Tag die Nacht begrüßt. Badeschluss, es ist vorbei, weil der andere keinen anderen vermisst. Du hast da alles ihm da gegeben. Ein Tag kann nehmen auch am Leben. Jetzt, wo ich endlich allein bin, ich bin der Badeschluss, ein Wahnsinn. Kann ich in Ruhe aufs Bisoar gehen, da kommt dann auch die zweite Luft. Den meisten Mist macht Männerduft. Badeschluss, es ist vorbei. Tag die Nacht begrüßt. Badeschluss. Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zur Zeit im Bild, es ist 7 Uhr. In Österreich ist die Freude groß über den Physik-Nobelpreis, der heuer an den österreichischen Quantenphysiker Anton Zeilinger geht. Dem Standort Österreich kommt damit einmal mehr eine besondere Rolle in der weltweiten Forschung zu. Zeilingers langjährige Experimente im Bereich der Quantenphysik hat er selbst gestern in der ZIP 2 so beschrieben. Man muss sagen, dass Quantenphysik wahrscheinlich die am besten bestätigte mathematische Beschreibung der Natur ist, die wir haben. Ist fantastisch genau und mathematisch wunderbar.
Die Zukunft ist eine offene Frage. Also Technologie wird entwickelt, aber die Zukunft, was das wirklich bedeutet für unser Weltverständnis, das ist noch offen. So Zeilinger. Und auch heute Mittag werden wieder Nobelpreise vergeben, und zwar in der Kategorie Chemie. Auch diese Auszeichnung ist mit über 900.000 Euro dotiert. Und auch aus dem Ausland kommen positive Nachrichten, nämlich für die Ukraine. Das im Krieg befindliche Land meldet neue erhebliche Geländegewinne in den von Russland beanspruchten Gebieten. Dutzende Ortschaften seien zurückerobert worden, sagt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in einer Wiederansprache. Dieses Dorf liegt in der Region Donetsk. Ein halbes Jahr war es unter russischer Besatzung. Ende September haben ukrainische Truppen hier die Kontrolle übernommen. Doch an ein normales Leben ist vorerst nicht zu denken. Viele Gebäude wie die Schule sind zerstört. Diese Familie lebt weiterhin im Keller ihres nahezu zerstörten Hauses. Es gibt kein fließend Wasser und keinen Strom seit Monaten. Die Ukraine rückt nach eigenen Angaben weiter vor. Die Truppen kämen im Süden und Osten schnell und kraftvoll voran, sagt der ukrainische Staatschef in seiner allabendlichen Videoansprache. Die russische Seite verkündet hingegen Erfolge bei der Teilmobilmachung. Mehr als 200.000 Menschen seien bislang der Armee beigetreten. Und wir kommen ins Inland. Heute stellt sich ÖVP-Innenminister Gerhard Karner den Fragen der Abgeordneten im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Dabei dürfte es unter anderem um das Ibiza-Video und die Soko-Tape gehen. Und auch um die bisher vergeblichen Ladungen des ehemaligen Generalsekretärs im Finanzministerium und Vertrauten von Sebastian Kurz, Thomas Schmidt. Er gilt als Drahtzieher vieler ÖVP-Probleme. Ohne die Daten aus seinem Handy wäre vieles nicht ans Licht gekommen. Thomas Schmidt lebt derzeit in den Niederlanden und ist bisher sämtlichen Ladungen nicht nachgekommen. Die Opposition im U-Ausschuss verlangt daher, dass die Polizei ihn vorführt. ÖVP-Innenminister Karner sah dafür zunächst keine gesetzliche Grundlage. Zuletzt sagte er das dann aber doch zu. Dazu müsste Schmidt aber kurz vor einem Ausschusstag nach Österreich kommen. Karner hat derzeit auch eigene Probleme am Hals, die seine Diplomarbeit und seinen Magistertitel betreffen. Der Plagiatsjäger Stefan Weber wirft dem Innenminister vor, bei seiner Diplomarbeit an der WU vom Jahr 1995 die damals gültigen Zitierregeln verletzt zu haben. Karner weist das zurück. 4 Tage sind es noch bis zur Bundespräsidentenwahl. In der ZIP-Nacht analysiert Politikberater Thomas Hofer den bisherigen Wahlkampf. Nun, es war natürlich ein Match einer gegen viele. De facto, klarerweise, stellt sich da Alexander Van der Bellen quasi allein gegen das Chaos, zumindest aus seiner Sicht. Und dann, und das ist das wirklich Spannende, es geht nicht so sehr ursächlich um den Bundespräsidenten oder den Job des Bundespräsidenten, sondern natürlich auch um den Frust, den aktuellen in der Bevölkerung. Das heißt, alle anderen Kandidaten haben versucht, das sehr, sehr innenpolitisch, sehr, sehr tagespolitisch aufzudröseln, diesen Wahlkampf. Und das war sicherlich sehr spezifisch in diesem Bundespräsidentschaftswahlkampf, dass es eigentlich sehr stark auch um andere Themen, die uns alle eben beschäftigen, tagtäglich gegangen ist. Und die Vorbereitungen für diese Bundespräsidentenwahl laufen seit Wochen auf Hochtouren. Allein in Wien müssen tausende Wahlzellen und Wahlurnen in die knapp 1500 Wahlsprengel ausgeliefert werden. Eine logistische Herausforderung. 3.100 Tische und 5.660 Sessel für die Wahlkommissionen, 2.130 Wahlzellen und 940 Wahlurnen für die Bürgerinnen und Bürger. Im Logistikzentrum der Stadt Wien herrscht Hochbetrieb. Dutzende Wahlkabinen wurden bei der letzten Wahl beschmiert oder beim Transport beschädigt. Sie werden ausgetauscht. Für alles Weitere, wie die Wählerverzeichnisse und die amtlichen Informationen, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MA62 zuständig. Also wir haben für alle 1493 Wahlsprengel das Wahlpaket zusammengestellt, wo alle Schriftstücke dabei sind und wo auch dann noch die Stimmzettel dazukommen. Vor 6 Jahren musste die Bundespräsidentenwahl wiederholt werden. Die Auszählung der Briefwahlkarten in den Bezirken wurde vom Verfassungsgerichtshof bemängelt. Und es gab Probleme beim Klebstoff. Kommenden Sonntag wird alles reibungslos laufen, versprechen die Verantwortlichen. Beim Stella-Festival in Wien sind noch bis Freitag die besten Theaterproduktionen aus ganz Österreich für Kinder und Jugendliche zu sehen. Am Ende werden die besten TheatermacherInnen mit dem Stella-Preis ausgezeichnet. Ein Kandidat, das Stück Mädchen wie die am Wiener Burgtheater. Ein Foto von Scarlett! Nackt! Oh mein Gott!
Wer solche Freundinnen hat, braucht keine Feinde mehr. Ein Fall von Cybermobbing an der Schule. Ich wusste nicht, dass sie fett war bis jetzt, aber siehst du, sie ist fett. Fette Schlampe. Das ist ein Thema, wo auch Lehrkräfte ganz schwer rankommen. Und da natürlich, wo wird es angesprochen, wo wird es aufgearbeitet? Das kann man hier im Theater tun. Das Stück Mädchen wie die, ein spannender Blick in die Welt von 13-Jährigen, lockt die Jugend ins Burgtheater. Ich war noch nicht oft im Theater, aber ich fand es cool, dass sehr viel Sachen auch von der heutigen Jugend verwendet wurden. Sehr gut, weil es passiert auch im echten Leben auch so. Vor allem, dass auch wirklich gezeigt wurde mit den Tänzen von TikTok natürlich, was auch sehr die Jugendlichen, also den ganzen Leuten hier, sehr gut gefallen hat. Wir Mädchen müssen zusammenhalten. Und wir haben am Ende der Sendung noch die Wetteraussichten für Sie. Frischer als zuletzt ist es heute früh. In den Landeshauptstädten gehen sie derzeit bei 5 bis 9 Grad außer Haus. Über Österreich verteilt gibt es aktuell große Unterschiede. Während es inneralpin oder im Waldviertel um 0 Grad hat, ist es in Lagen um 1000 Meter extrem mild. 16 Grad etwa hat es am Kolomansberg. Und das zeigt es bereits an. Tagsüber wird es überall mild. Die Höchstwerte heute liegen zwischen 18 und 24 Grad. Im Westen sind vereinzelt mit Föhnunterstützung auch 25 Grad möglich, so zum Beispiel im Inntal. Dazu erwartet uns heute goldenes Herbstwetter. Im Großteil des Landes ist es von der Früh weg sonnig. Einzelne Nebel- oder Hochnebelfelder lichten sich am Vormittag. Zwar ziehen ab und zu hohe Wolkenfelder durch, diese stören den sonnigen Eindruck aber nur wenig. Und dazu frischt, wie erwähnt, föhniger Südwind auf. Auch in der Folge bleibt es sehr mild für Anfang Oktober. Morgen ist es neuerlich sonnig mit einigen hohen Wolkenfeldern und nur wenig Frühnebel. Am Freitag werden die Nebelfelder häufiger, sie lösen sich aber meist bis Mittag auf. Außerhalb des Nebels ist es dann verbreitet wolkenlos. Hier geht's jetzt wie gewohnt weiter mit Guten Morgen Österreich, heute mit Eva Pölzl. Auf Wiedersehen. Morgen Österreich, schön, dass wir uns sehen. Es ist Mittwoch, der 5. Oktober. Danke, Rebecca Salzer. Das waren die ersten Nachrichten zum Tag. Ja, wir sind stolz auf den Physik-Nobelpreisträger Günther Meyer, heute auch bei uns zu Gast. Erklärt uns das alles ein bisschen von der physikalischen Seite. Jetzt wechseln wir über das Thema. Wir kommen zu einem Anliegen, das uns alle eigentlich betreffen sollte. Es geht um die Armut von Kindern. Wenn ich Ihnen jetzt die Zahl sage, die ist nämlich relativ konkret, 368.000 Kinder sind in Österreich akut von Armut betroffen. Und das ist eigentlich der Weg, also die 368 Kilometer zwischen Salzburg und Wien. Und als Erich Fenninger, der Geschäftsführer der Volkshilfe Österreich, das gelesen und gesehen und registriert hat, hat er sich gedacht, da kann man ein Zeichen setzen, da machen wir eine Tour der Chance. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, die Radtour wird unterbrochen, Herr Fenninger. Genau. Sie haben beschlossen, von Salzburg nach Wien zu radeln, um ein Zeichen zu setzen. Genau, also es ist unglaublich, 368.000 Kinder und Jugendliche, die in Österreich leben, sind armutsbetroffen. Vor 2 Jahren waren es noch weniger und jetzt sind es 22% unserer Kinder, die hier leben. Das heißt, beinahe jedes vierte Kind ist betroffen. Und von Salzburg nach Wien sind es die 368.000 Meter. Und wenn man sich vorstellt, gedanklich, jeden Meter steht ein Kind, das armutsbetroffen ist. Und das ist, wenn man durchfährt sozusagen, und das ist ja das Anliegen, wenn man sich vorstellt, jeden Meter würde hier auf diesem Weg ein armutsbetroffenes Kind stehen in einem der reichsten Länder der Erde, dann ist es trotzdem unerträglich und beinahe ein Skandal. Wir wollen aufmerksam machen, dass es dieses Problem gibt, dass das größer wird, vermutlich im Herbst durch die Teuerung noch einmal ein größeres Problem ist und dass wir auch eine Antwort haben, wie man das lösen könnte, das Problem, indem man eine Kindergrundsicherung in Österreich einführt. Dann wären wir das erste Land der Erde, das die Kinderarmut abschafft und allen Kindern tatsächlich Chancen gibt. Ein tolles Projekt, sehr beeindruckende Bilder, die Sie uns da vor Augen führen und diese Strecke eben fahren und gedanklich an jedem Meter einfach ein armes Kind sich vorstellen. Wie viele Menschen sind da mit dabei? Wir haben jetzt gerade ein paar Bilder gesehen. Wie kommt das auch an? Das Bewusstsein wird geschaffen, auch in den Bundesländern? Ja, also grundsätzlich sind so 12 Leute in etwa im Kernteam. Und es radeln dann immer in Salzburg Volkshelfer, Volkshelferinnen mit oder andere Personen, die sie anschließen, auch in Oberösterreich. Also werden immer begleitet von verschiedenen Personen.
Und heute ist das Finale. Ich fahre dann gleich wieder zurück nach Tulln und dann nach Wien gemeinsam. Schön. Und wir werden um 17 Uhr, also wer will, vielleicht kann mitradeln, um 17 Uhr Treffpunkt Praterstern, dann fahren wir über den Ring und um 18 Uhr übers Heldentor hinein am Heldenplatz. Schön. Und es werden einige Ansprachen sein von uns und von Menschen der Zivilgesellschaft und der Politik. Und gleichzeitig spielt dann noch die Volkshilfe mit F. Mit F für die Volkshilfe, mit V. Großes Finale heute, Tour de Chance am Abend, 17 Uhr Praterstern, 18 Uhr Einfahrt am Heldenplatz in Wien. Kommen wir noch zum Thema zurück, weil es so wichtig ist. Armut ist oft mit Scham verbunden und wahrscheinlich auch nicht immer sichtbar für uns alle. Wo müssen wir hinschauen? Also im Prinzip sind natürlich die Armutsbetroffenen nicht in derselben Lebenswelt wie die Nicht-Armutsbetroffenen. Genau. Das heißt, wir sehen sie nicht, weil sie isoliert sind. Die Eltern leben isoliert, haben wenig Einkommen, können nicht rausgehen in ein Kaffeehaus, in den öffentlichen Raum. Die Kinder ebenso sind isoliert. Sie haben die primäre Lebensversorgung oft nicht garantiert. Am Ende des Monats spricht man von der Toastbrotzeit, sagen die Kinder. Sie haben zu wenig zu essen, können sie es nicht leisten. Es ist immer untertemperiert. Sie haben schlechte Betten, Lattenrost fehlt oder solche Dinge, mit denen sie konfrontiert sind. Sie können niemand einladen, zum Beispiel zum Geburtstag. Damit werden sie auch nicht eingeladen, sind weniger Freundinnen, haben einen schlechteren gesundheitlichen Status und kommen in der Schule nicht so mit, weil sie nicht die ausreichende finanzielle Unterstützung haben. Okay, das heißt, da muss man hinschauen und da könnte eine Grundsicherung natürlich helfen, damit die Basis einmal abgedeckt ist. Ja. Genau, also die Kindergrundsicherung vom Modell her ist recht simpel. Es gibt in Österreich zum Glück Familientransferleistungen. Denken wir an die Familienbeihilfe früher oder andere oder den Familienbonus. Aber der unterstützt nicht wirklich zielgerichtet jene, die es am meisten brauchen. Das heißt, unsere Idee wäre, alle Kinder, die hier in Österreich leben sollten, unterstützt werden mit einem Grundbetrag. Beispielsweise Familienbeihilfe alle 200 Euro. Und dazu noch für die Kinder, die armutsbetroffene Eltern haben und die können für ihre Eltern sozusagen, dass die wenig Einkommen haben, nichts dafür, einen einkommensbezogenen Betrag. Und wir haben das getestet, wir haben ein Forschungsprojekt laufen, wo wir zunächst angeschaut haben, wie es den Kindern in der Armut geht. Und jetzt haben wir sie 2 Jahre mit einer Kindergrundsicherung ausgestattet. Und wir sehen, dass die Toastbrotzeit vorbei ist. Super. Dass die Kinder sagen, wir haben bis am Ende des Monats ausreichend zu essen. Das Kinderbett ist gegeben, es ist ein bisschen was da zum Spielen und sie können vielleicht in der Freizeit einmal zum Beispiel ein Fußball spielen oder was auch immer. Und in der Schule werden sie auch unterstützt durch Nachhilfe. Danke, dass Sie unsere Sinne geschärft haben mit der Tour de Chance. Und wenn Sie das nächste Mal von Salzburg nach Wien oder Wien nach Salzburg fahren, dann denken Sie dran, in jedem Meter ist ein armutsbetroffenes Kind in Österreich. So viele gibt es davon. Heute Abend großes Finale am Wiener Heldenplatz, 17 Uhr geht es am Praterstern los. Gute Fahrt! Danke. Das Wetter sollte passen, oder? Ja, genau. Heute ist Erich Fenninger, darf ich Sie fragen, wie lange Sie schon verheiratet sind? Über 22 Jahre. Okay. Mein Sohn hat gestern Matura gemacht. Na bitte, gratuliere. Toll, das war ein Herbsttermin. <Der Jüngste. lacht> Okay, aber das heißt, solange wie Barack und Michelle Obama sind Sie noch nicht verheiratet. Noch nicht, aber die haben uns nämlich an ihrem 30. Hochzeitstag teilhaben lassen mit diesem netten Foto. Also das war das Hochzeitsfoto. Ja, und immer noch in Love, die beiden. Und da gratulieren wir ganz herzlich heute an diesem 5. Oktober. Ich glaube, die haben es auch immer nur fein miteinander, oder? Ja, schaut ja, zumindest so aus. Genau. Erich Fenninger, danke schön. Für Sie habe ich jetzt den Kalenderblick heute an diesem 5. Oktober. Wir schreiben den 5. Oktober. Nordirland ist auf dem Weg in den Bürgerkrieg. In Londonderry veranstalten katholische Demonstranten trotz Verbotes einen friedlichen Protestmarsch. Die Polizei löst die Kundgebung mit Schlagstöcken und Tränengas brutal auf. Diese Straßenschlacht bildet den Auftakt zu 30 Jahren blutiger Auseinandersetzungen. Am 5. Oktober 1976 wird der erste Club 2 ausgestrahlt. Moderator Günther Nenning erklärt den Zuschauern, was sie zu erwarten haben. Keine Diskussion unter Fachleuten.
aber mit Menschen, die etwas zu sagen haben, egal ob sie berühmt sind oder von der Straße kommen. Keine Blödelsache, aber möglichst informell. Vor allem aber sollen die Zuseher zum spätabendlichen Mitdenken angeregt werden, wenn's geht. Der Solidarność-Begründer Lech Walesa kann es kaum glauben, dass der Nobel-Peace-Preis von 1983 to Lech Walesa. Der Friedensnobelpreis wird ihm für seinen Einsatz für die Rechte der polnischen Arbeiter zugesprochen. Er selbst sieht aber weniger sich als die Ideale der Solidarność ausgezeichnet und international anerkannt. Geburtstag haben heute Claudia Krzysztof-Binder, Eiskunstlauf-Europameisterin von 1982, und der 2011 verstorbene Václav Havel, ein ganz großer der Literatur und der Politik. Ohne ihn hätte es die Samtene Revolution in Tschechien vermutlich nicht gegeben. Alles Gute für Sie zum heutigen Geburtstag an diesem 5. Oktober. Und jetzt ist ein bisschen Zeit für Zärtlichkeit. Was sagen Sie dazu? Christoph Fritz ist bei uns. Einen schönen guten Morgen. Morgen. Ja, da kriege ich gleich Gefühle. Aber das betrifft das neue Programm. Genau, ja. Das heißt auf. Zärtlichkeit. Das heißt Zärtlichkeit, genau. Damit bin ich jetzt unterwegs in Österreich. Ja. Ja, es geht um Nähe aus allen verschiedenen Perspektiven beleuchtet und um das Finden von Nähe auch an teilweise unverhofften Orten. Wie viel Erfahrung bringst du da persönlich ein? Ja, viel. Ja? Es geht zum Teil auch um romantische Nähe. Da habe ich viele eigenartige Szenen aus meinem Privatleben einfließen lassen können. Zum Beispiel der Weg zum ersten Kuss mit einer Frau hin oder so, wo ich dann frage, darf ich dich küssen? Und sie sagt ja. Und ich sage dann, okay, cool, jetzt gleich oder ein bisschen später. Und ja, so. Also mit dir hat man es sehr zärtlich. Ja, aber ich finde, wenn die Hürde möglichst groß ist davor, dann ist das danach dann umso schöner. Eben, und darum schauen wir uns jetzt den Ausschnitt an. Bitte sehr. Christoph Fritz ist so geil, er denkt beim Sex nicht an sich, sondern an Straßenhunde in Rumänien. dass ich dann nicht mehr die Grundüberzeugung besitze, dass Christoph Fritz scheiße ist. Wenn ich komme, blicke ich drein wie ein Beamter beim Augeneintropfen. Apple Juice. But apple juice, not water. Apple juice, not water. Menschen gleichen sich untereinander in mindestens 99% ihrer DNA. Das heißt, wenn ich mich selbst umarme, umarme ich 99% aller Menschen. Und 50% aller Bananen. Danke sehr. Ja, so lautet das neue Programm. Zärtlichkeit. Christoph Fritz hat wieder ein neues Programm und bringt das auf die Bühne. Und darum reden wir heute drüber. Ist sehr lustig. Also sag, immer du halt hast halt immer eine spezielle Art von Humor, gell? Das muss man schon sagen. Ja. Ja, aber dafür bist du auch berühmt geworden. Genießt du das? Also berühmt will ich jetzt nicht sagen, aber es fällt mir jetzt nicht auf eigentlich im Alltag. Okay. Also ich werde es ganz selten, dass jetzt irgendwer sagt, hey, ich kenne dich von wo, und meistens bin ich dann eh verwandt mit dem. Aber den Applaus genießt du schon? Ja, Applaus ist schon was Schönes, ja. Ja, cool. Wo sind die nächsten Termine? Wo sieht man dich? Morgen zum Beispiel im Casanova in Wien. Sehr lässig. Am 8., also am Samstag, im Posthof Linz. Ja, das ist eh schon fürs Erste. Ja. Zwei gute Termine in Linz und in Wien, wenn Sie Lust haben auf Christoph Fritz. Zärtlichkeit, Zeit für Zärtlichkeit, sage ich ganz gern, gibt es ihn auf der Bühne. Du bist sicher ein unglaublicher Helene Fischer-Fan, oder? Das würde ich dir jetzt so total zutrauen. Ja, schon seit Jahrzehnten. Da warst du noch gar nicht auf der Welt, warst du schon Fan von Helene Fischer. Ja, uns geht es da ein bisschen anders. Wir finden nämlich Helene Fischer ziemlich super. Und auch Chrissemann und Stermann finden Helene Fischer ziemlich super. Dort war sie nämlich gestern Abend zu Gast. Und wir haben Backstage vorbeigeschaut und waren eigentlich auch recht beeindruckt. Christoph, du wirst sie jetzt ganz neu kennenlernen. Helene Fischer für dich. Dann ist Helene Fischer in der Haus. Gestern Abend zu Gast bei Willkommen Österreich. Nicht zum ersten Mal, dass Helene mit Ruskaya jammt.
Nee, und ich muss sagen, ich genieße das jedes Mal, weil es einfach so eine spezielle Art ist, meine Songs dann neu zu entdecken und neu zu hören. Und auch heute wieder mit den Jungs zu proben und Mädels, muss man dazu sagen, es macht einfach totalen Spaß, weil es wird alles rockiger und es wird trotzdem fett, muss ich sagen. Also ich genieße es immer sehr. Richtig fett war in jedem Fall Helenes Rekordkonzert in München vor 6 Wochen. 130.000 Fans, das schaffte vor ihr noch keine Künstlerin. Ich kam raus und habe Gänsehaut am ganzen Körper gehabt und habe aber und zugleich konnte ich es aber irgendwie auch nicht richtig so aufsaugen, weil es einfach nur eine Riesenfläche war voller Menschen. So losgelöst, frei, 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 kommt! Und wir hatten tatsächlich gar nicht so viel Zeit, um uns vorzubereiten. Wir haben Choreografietraining zwar gehabt, aber letztendlich haben wir die Show, weil es halt Open Air war und weil wir durch den Lärm, den wir auch veranstaltet haben, nur 4 Tage Zeit gehabt, das alles auf die Beine zu bringen und trotz Flugwerk und allem Pipapo. Also das war für uns schon eigentlich unser eigener Rekord, den wir geschlagen haben. Seit Dezember ist Helene Fischer Mutter einer Tochter und gestern Abend brachte sie Nala erstmals nicht selbst ins Bett, weil sie arbeiten musste. Die Kleine wird sich daran gewöhnen, denn im nächsten Jahr ist Mama wieder auf Tournee. Allein in Wien tritt sie 5-mal in der Stadthalle auf. Die Reiseplanung so kindgerecht wie möglich. Es ist so, dass wir immer eine Woche vor Ort sind in einer Stadt und das ist ehrlich gesagt sehr angenehm, weil ich dann einfach nicht jeden Tag reisen muss. Ich muss nicht jeden Tag das Hotelzimmer wechseln. Ich kann mich dann erstmal für eine Woche heimelig einrichten im Hotel. Und bis zum Wiedersehen gibt es zumindest Helenes Rekordkonzert auf DVD. Wir sehen uns, wenn ihr es wollt. Und bleibt bitte gesund, okay? Helene Fischer, an diesem Morgen bei uns fungiert sie heute als Vorband für die kommenden Herren, die sie jetzt bei uns erleben, nämlich für die Gesangskapelle Hermann, für 5 junge Herren aus Oberösterreich. Ziemlich cool, haben schon viel gemacht, waren auch schon Amadeus nominiert, sind derzeit auf Tour in Österreich unterwegs und das mit Elektroradl. Ich freu mich schon aufs Radl, mit Kraut und Senf, mit Knödel, zum Wirt vorbei mit dem Radl. Das ist so richtig edel und fragt mich wer, ob mir das schmeckt nach all dem Schwitzen und dem Schnaufen, der hat wahrscheinlich noch nicht checkt. Ja, ja, das Schwitzen und das Schnaufen kannst kein Sport. Du musst nur mit Elektroradl fahren. Ja, ja, das Schwitzen und das Schnaufen kannst kein Sport. Du musst nur mit dem Elektroradl fahren. Rennradler am Donauweg, da pfeif mal schon vorbei. Du mit Champions vom Seniorenbund, den nächsten Schnupf. Gleich wie du, und Adimau, den Megalos, du steh die auftrainierten Riesen. Da loch ma nur der Gluckner, ich sag ma de Wiesen. Ja, ja, die Schwitzen und die Schnaufen kannst der Sport. Du musst nur mit dem Elektroradl fahren. Ja, ja, die Schwitzen und die Schnaufen kannst der Sport. Du musst nur mit dem Elektroradl fahren. Im Wirtshaus lohnt man neu auf den Akku bei der Dosen und selber ordentlich Pommes drauf, gibt noch die Radlhose. Aber nächstes Jahr tut es trotzdem an, die Verkaufselektroradl Rüstung, meine Haxen auf Elektroradl. Ja, ja, dies Schwitzen und das Schnaufen kannst ersparen. Du musst nur mit dem Elektroradl fahren. Ja, ja, das Schwitzen und das Schnaufen kannst ersparen. Du musst nur mit dem Elektroradl. Du, 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 du,
Gesangskapelle Hermann heute bei uns. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe selten so viele glückliche Gesichter beim Singen gesehen. Ihr lacht und tut es schon auffallend, oder? Cool. Gehört dazu. Ja, gehört dazu. Das ist professionell. Ich habe so viele Fragen an euch. Welche soll ich zuerst stellen? Ja, die das erste. Ist euch wurscht, gell? Egal. Wer ist aus alle aus Oberösterreich? Wer ist aus Außer Ried? Außer einer. Einer ist aus Niederösterreich. Echt? Bist du aufgenommen worden? Ja, also ausnahmsweise. Nach langem Ausschlussverfahren ist er dann doch. Aber weil wir Oberösterreicher so nett sind, oder? Muss man auch dazu sagen. Ich finde das ganz toll. Für mich ist das eine Kunst. Wer macht was? Ist das immer gleich? Ist das immer klar? Ich bin meistens der Boss. Das habe ich mir gedacht, ja? Also von unten nach oben kann man sich so ungefähr vorstellen. Tief bis hoch. Bis hoch, okay. Genau. Und das ist bei jedem Song, wird das dann eben so eingesetzt? Genau. Toll. Ihr seid auf Tour in Österreich unterwegs? Yes. Genau, wir haben unsere Jubiläumsrevue 10 Jahre Gesangskapelle Hermann und sind damit jetzt sehr viel unterwegs, zum Beispiel am 6.10. in Salzburg, nächste Woche dann in Wien am 12. und am 13. in Waidhofen an der Ips und so weiter. Toll. Und ihr erfüllt sie halt und begeistert sie Leute. Amadeus-Nominierung gab es auch schon letztes Jahr. Jetzt wird es Zeit für den Amadeus, oder? Jetzt muss er. Ich glaube schon, ja, wir arbeiten hart am nächsten Album und hoffen, dass das nächste Mal was wird. Ich wünsche euch von ganzem Herzen Gesangskapelle Hermann heute bei uns. Echt toll. Das ist ein Morgen. Ein musikalischer Morgen der ganz besonderen Art. Ich danke euch. Und wenn wir schon bei so vielen Oberösterreichern sind, da fällt uns auch ein, dass der neue Physik-Nobelpreisträger auch in Ried im Innkreis geboren ist, Anton Zeilinger. Hat ihn bekommen. Günter Meyer erklärt uns gleich nach der ZIP, warum. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Und mir taugt die Nacht. Doch der Tag hat mich grad wieder draus gebracht. Mein Kopf ist ständig online, immer am Rotieren. Und ich wünsch mir, mich mal wieder zu verlieren. Und dann sagst du leise, fühl den Wind. Lass dein Herz mal. Tausend Zettel fliegen durch die Nacht. Mein Kopf ist Bodybuilder, immer am Trainieren. Und ich wünsch mir, mich mal wieder zu verlieren. Und dann sag ich leise, nimm mit, lass dein Herz mal.
Einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem kurzen Nachrichtenüberblick. Es ist 7:30. Der Herbst ist da und die Corona-Zahlen steigen wieder. Das beschäftigt natürlich auch den Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen. Eine Wiedereinführung der ein oder anderen Schutzmaßnahme, wie etwa der Maskenpflicht, ist möglich, so Rauch gestern in der ZIB 2. Ich habe immer gesagt, Corona ist nicht beendet und man kann nicht das Ende der Pandemie verkünden, weil es einfach nicht da ist. Wir haben im Frühsommer abgeschafft die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Lebensmitteleinzelhandel. Wenn ich den Eindruck habe, entlang der Zahlen, und ich bin im Austausch auch mit den Krankenhäusern, dass dort die Situation eskaliert, bedrohlich wird, ein Notstand steht, dann ist der Zeitpunkt, die Maskenpflicht wieder einzuführen. Das österreichische Außenministerium hat eine Reisewarnung für den Iran herausgegeben. Grund sind die anhaltenden Proteste, die von den Sicherheitskräften mit Gewalt niedergeschlagen werden. ÖsterreicherInnen im Iran wird dringend empfohlen, das Land zu verlassen. Die Botschaft in Teheran unterstütze im Notfall, heißt es. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde wird nach eigenen Angaben noch in dieser Woche nach Kiew und Moskau reisen. Das hat er bei einem Besuch in Armenien angekündigt. Er will die Beratung über die Einrichtung einer Sicherheitszone rund um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja fortsetzen. Derzeit steht die Anlage unter russischer Kontrolle. Indes meldet die Ukraine neue Geländegewinne. Die USA haben der Ukraine zudem weitere Militärhilfen in Höhe von umgerechnet fast 640 Millionen Euro zugesagt. Tesla-Gründer Elon Musk will nach monatelangem Hin und Her jetzt doch das soziale Netzwerk Twitter kaufen. Und das um den ursprünglich vereinbarten Preis von 44 Milliarden Dollar. In den letzten Monaten hatte der Milliardär noch in einem Rechtsstreit versucht, aus dem Deal auszusteigen. In einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht hat er sich gestern aber dann doch zum Kauf bereit erklärt. Dieser Mitteilung wurde auch von Seiten Twitters zugestimmt. Ob es diesmal tatsächlich zur Übernahme kommt, steht aber noch aus. Und es wird schön, weiß Vera Gruber. Goldenes Herbstwetter gibt es heute. Vereinzelt hält sich in den kommenden Stunden etwas Nebel oder Hochnebel. Diese lichten sich aber. Danach überwiegt im ganzen Land der Sonnenschein. Der Wind dreht auf Süd. Es wird föhnig und damit sehr mild für Oktober. Bei 18 bis 24 Grad liegen die Höchstwerte. Am mildesten ist es im Westen. Österreich hat wieder einen Nobelpreisträger. Anton Zeilinger hat den Physik-Nobelpreis gewonnen. Darum geht's jetzt in Guten Morgen Österreich. Auf Wiedersehen. Nach 7:30, genau genommen 7:33 Uhr. Guten Morgen Österreich und heute freuen wir uns natürlich auch mit Anton Zeilinger. Den Physik-Nobelpreis hat er gestern erhalten. Um 11 Uhr hat das Telefon geklingelt. Er wollte das Telefonat noch gar nicht annehmen. Seine Sekretärin konnte ihn dann aber doch von der schwedischen Vorwahl überzeugen. Und somit war es klar. Günter Meier lacht auch schon neben mir, hat sich natürlich auch mitgefreut. War das jetzt für einen Wissenschaftsredakteur und Journalisten wie dich Überraschung oder eigentlich eh schon fast absehbar, dass irgendwann muss so sein, oder? Es war dann überraschend, weil wir haben in den letzten Jahren sehr oft gewartet, waren vorbereitet, haben gesagt, naja, heuer wird es wohl soweit sein. Mhm. Und heuer haben wir eigentlich gesagt, naja, vielleicht wird es doch nichts mehr. Und dann kommt es umso schöner überraschend, dass es jetzt doch gekommen ist. Es war zu erwarten schlussendlich in der Community, also in der Forschungsgruppe. Alle, die mit ihm zu tun hatten oder die dieses Fach kennen, wissen, er war immer ein heißer Kandidat. Und jetzt ist das gekommen, worauf wir gewartet haben. Ja, wow. Für ihn muss das auch ganz besonders sein. Ich glaube, das hat man gestern auch bei der Pressekonferenz dann gemerkt. Er hat gesagt, es ist auch ein großer Dank, dass er so viel Freiheit auch hatte. Und er war immer so ein Hartnäckiger. Er ist dort geblieben, wo andere vielleicht schon gesagt haben, jetzt forschen wir da nicht mehr weiter, oder? Ja, ja. Das zeichnet ihn aus, eine unglaubliche Zähigkeit und an ein Projekt zu glauben. Auch seine Studentinnen und seine Studenten davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist und dass es funktionieren kann. Ja, Anfang, schon in den 90er Jahren hat man dann gesehen, es kann funktionieren, es wird funktionieren. Und umso schöner ist es natürlich, dass es dann wirklich gelungen ist. Wir sprechen hier von wirklich komplizierten Dingen in der Physik.
Manche nennen das Beamen. Es ist nicht ganz so das Beamen, wie wir es kennen aus Raumschiff Enterprise. So Beam me up, Scotty. Wo seine Figur zerbröselt und sie taucht woanders wieder auf. Yeah. Sondern hier geht es einfach um das Übertragen von Informationen schlussendlich. Okay. Und das ist ein Bereich in der Physik, der wirklich komplex ist. Mhm. Und hier ist dieses kleine Österreich wirklich toll. Weltweit vorne. Quantenphysik. Das heißt, für welchen Teil seiner Forschung hat er jetzt genau den Nobelpreis bekommen? Das ist ja noch nicht in der praktischen Anwendung. Es ist zum Teil durchaus schon in der praktischen Anwendung, aber jetzt, nicht für wenn jedermann. Wir jetzt von dem reden, was der Mr. Beam, wie man ihn so gerne nennt, was er nicht so besonders originell findet, aber, so nennt, aber es ist trotzdem für die Menschen halt greifbar geworden. So. Man überträgt sozusagen Zustände. Also ich habe es immer so erklärt, wenn wir hier eine Glühbirne haben und die leuchtet grün, dann leuchtet eine andere Glühbirne woanders plötzlich auch grün, weil dieser Zustand übertragen wird. Und die Glühbirne selbst nicht, aber dieser Zustand wird plötzlich dort auch sichtbar. Und das ist ein Phänomen, das in der Quantenphysik eben gefunden wurde. Und Anton Zeilinger und seine Gruppe haben es experimentell nachgewiesen, ja, das funktioniert. Und das andere ist eine Verschlüsselung, das ist diese Quantenverschlüsselung, dass man praktisch, man kann sich es vorstellen, wie ein großes, riesengroßes Bild, mit einem Puzzle, mit Milliarden von kleinsten Teilchen, das sind diese Quanten. Mhm. Die zerwürfelt man alle und dann setzt das mal wieder zusammen. Mhm. Also das muss man natürlich auch mit entsprechenden Methoden machen. Und so kann man Dinge verschlüsseln, die absolut nicht mehr zu knacken sind. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, gerade in Zeiten wie jetzt, wo wir sehen, Sabotage ist angesagt, es werden Dinge immer wieder geknackt, es gibt die berühmten Hacker, die überall eindringen. Solche Sicherheitssysteme, die diese Burschen rund um und Mädels rund um Anton Zeilinger hier erfunden haben, die können hier sehr toll. Wertvolles leisten. Das mhm. ist der Weg in die Zukunft. Und mhm. was heute, ich habe es gestern auch schon gesagt, die Grundlagenforschung von heute wird morgen unsere Gesellschaft mitprägen. Unser Handy würde nicht funktionieren, hätte nicht irgendwann eine Forscherin, ein Forscher nachgedacht, wie könnten wir das machen? Mhm. Heute telefonieren wir, das ist ganz selbstverständlich. Mhm. Vor 50 Jahren war da jemand im Labor und hat sich gedacht, wie könnte ein Telefon aussehen, das man herumtragen kann? Also, und so wird es auch hier sein. Sieht man, wie genial diese Leute auch denken und wie fortschrittlich sie denken und wo sie da einfach andocken. Heißt das jetzt auch, dass das für die Forschung in Österreich einen Schub gibt, dieser Nobelpreis? Oder? Also ein Nobelpreis, da geht immer ein großes Raunen durch die gesamte Forschungslandschaft. Und da sagen, wow, wir haben wieder einen, das ist schon was ganz Besonderes. Nämlich mhm. auch in Ländern wie in den USA, die mehr Nobelpreisträger haben. Überall, wo ich war, war immer die Frage, wann sind wir in Stockholm? Das ist natürlich der Olymp für alle Forscherinnen, für alle Wissenschaftler. Und das bedeutet natürlich eine Riesenmotivation für alle. Und nicht nur in der Quantenphysik, sondern generell. Und ich glaube, das ganze Land ist ein bisschen stolz mit ihm. Ja, absolut. Das ist wie beim Fußball. Wir sind Nobelpreis, wie das manche so schön formulieren. Genau. Aber natürlich gehört das ihm und seinen tollen Teams. Da darfst du dir mehr ein Stück mitnehmen als Wissenschaftsjournalist. Ich freue mich einfach natürlich. Toll. Aber wer kriegt das Geld eigentlich? Ja, das Geld teilen sich jetzt drei. Er ist ja mit einem Franzosen und einem Amerikaner gemeinsam ausgezeichnet worden. Ja. Ums Geld geht es bei diesen Menschen nicht. Die gehen ja auch nie in Pension. Er wurde angerufen, als er schon wieder an einer Arbeit Der denkt schon wieder an das der Nächste. Der ist schon wieder ganz woanders. Und er findet vielleicht schon die Handys, wo wir es gar nicht mehr mittragen müssen. Also, man kann sich oft gar nicht vorstellen, was in diesen Köpfen vorgeht. Wahnsinn. Aber wir haben jetzt den Beweis, die Welt hat gesehen, was für tolle Köpfe wir haben. Toll. So einer bist du auch bei uns im ORF. Ich danke dir fürs Erklären. Ganz klar. Ich habe leider keinen Preis für dich, aber ein bisschen Anerkennung kann ich dir heute zukommen lassen. Das kann ich nur zurückgeben. Danke, Günther Mayer. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir das gemeinsam tun können, was wir tun. Und Absolut. Wir gehen jetzt ein bisschen optimieren und Optimismus verbreiten. Das gelingt uns hoffentlich zu zweit auch. In diesem und folgenden Fall wird es in einer Schule in Oberösterreich für die jungen Kinder als Unterrichtsfach eingeführt. Ein tolles Vorbild. Schule kann ganz schön anstrengend sein, vor allem in Zeiten wie diesen, wo eine Krise die nächste jagt. Ich wünsche mir, dass die Leute nicht so viel jammern und einfach nicht so negativ denken. Es ist schon zum Teil relativ belastend, allerdings versuche ich immer, dass ich mich halt mit aufhaltenden Sachen halt so gut wie es geht ablenke. Schule kann aber auch unglaublich viel Spaß machen. Wir sind in der Musikmittelschule Helmond Söd im Mühlviertel. Heute steht Optimismus auf dem Stundenplan. Zu Gast ist Humortrainer und Buchautor Michael Triebeck. Ja, Optimismus kann man lernen.
Dazu ist hilfreich, eine humorvolle Perspektive einzunehmen, sich ein bisschen zu verrücken. Das hat man heute in der Schule gesehen. Die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Pädagoginnen und Pädagogen waren ein Stück weit verrückt. Und das macht gute Laune. Und dann kann ich mich einem Lernstoff wieder achtsam widmen. Ich habe es recht lustig gefunden. Man hat einfach wieder mal gemerkt, dass eigentlich Tree auch lustig sein kann und dass nicht immer so negativ ist. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, oh no. Optimismus habe nichts mit immer hübsch positiv denken und schönreden zu tun, sagt Triebeck. Gefragt sei ein realistischer Blick auf die Welt. Optimisten haben den großen Vorteil, dass sie nicht nur Krisen und Schwierigkeiten sehen, sondern auch die Dinge in ihrem Leben, die funktionieren und die ihnen gut tun. Internationale Studien belegen, eine gesunde Portion Optimismus kann die eigene Widerstandskraft stärken. Als Schulleiter habe ich natürlich eine große Verantwortung, was mentale Gesundheit betrifft. Und in diesem Zusammenhang ist mir ein gutes Schulklima sehr, sehr wichtig. Eine positive Grundhaltung kann da viel dazu beitragen. Optimismus ist für mich, nach vorne zu schauen. Nicht immer zu sagen, es ist alles so schlimm, es ist alles so furchtbar, sondern zu sagen, so ist es jetzt, wie lösen wir es? Wie machen wir das Beste draus? Optimistisch zu sein, den Kindern eine Perspektive zu geben, glaube ich, ist das Allerwichtigste. Denn nur so können sie auch in ungewissen Zeiten zur Ruhe kommen und zuversichtlich in die Zukunft blicken. Und wir bleiben optimistisch, auch in dieser Sache, und schauen uns an, was sind denn die Themen, die die Jugendlichen in Österreich genau bewegen. Dazu weiß jetzt meine Kollegin Maria Theiner mehr. Sie ist für uns heute live in Gmunden, drückt auch die Schulbank. Bist du da jetzt auch schon im Unterrichtsfach Optimismus oder was machst du? Unterrichtsfach Optimismus, das trifft es ganz gut. Schönen guten Morgen hier gemeinsam mit Silvia Plasser. Sie ist Psychologin und Pädagogin. Und Sie haben so ein bisschen auch die Psyche der Jugendlichen, der jungen Menschen im Blick. Was sind denn die großen Themen, die denen durch den Kopf gehen, die sie belasten und beschäftigen? Wie geht Zukunft? Was möchte ich werden? Wohin geht's? Und natürlich so die Angst, dass es schwierig wird oder schwierig ist. Was verständlich ist, denn diese Frage, was will ich werden, die hat sich auch früheren Generationen schon gestellt. Aber jetzt haben wir den Krieg vor der Haustür, wir haben Corona, wir haben die Energiekrise, wir haben die Klimakrise und die Jugendlichen kriegen die Nachrichten quasi im Sekundentakt aufs Handy. Und jetzt gibt's, egal ob jung oder alt, Menschen, die mit solchen Krisen recht gut umgehen können und andere, die schneller aus der Bahn geworfen werden. Resilienz heißt das Zauberwort. Und die lässt sich trainieren. Wie denn? Ja, lässt sich trainieren am besten, indem es Vorbilder gibt, die die Jugendlichen an der Hand nehmen und sagen, schau, es gibt Resilienzfaktoren, da ist zum Beispiel auch der Humor ein großer, den die Jugendlichen grundsätzlich auch sehr schätzen und auch haben, weil es so ein Existenzial ist. Jeder Mensch hat eigentlich diese Fähigkeit des Humors. Und Perspektivenwechsel, auch so eine Idee, wie kann ich mich fokussieren, ja, trotz dieser Medienberichterstattung, wie kann ich trotzdem dorthin schauen, was es auch gut ist und was auch gelungenes Leben bedeutet. Das heißt, Sie leben diesen Perspektivenwechsel vor. Gibt es weitere Tipps, die Sie den jungen Menschen mitgeben? Also schon bewusste Wahl. Womit beschäftige ich mich den ganzen Tag? Also wenn ich mal jeden Tag die Nachrichten anhöre, wird es vielleicht ein bisschen eng ums Herz. Wenn ich aber schaue, welche guten Geschichten es gibt auf der Welt, wird es weiter breiter. Auch ganz wesentlich, dass ich so etwas habe wie Sinn. Was macht den Jugendlichen Sinn? Da gibt es Gott sei Dank auch ganz viel. Das gefällt uns manchmal nicht bezogen auf Schule, weil es auch ablenkt von Schule. Aber Sport zum Beispiel grundsätzlich ein ganz großer Resilienzfaktor. Gibt es Rituale, die Sie auch im Unterricht eingeführt haben? Ja, schon. Wir versuchen immer wieder zu meditieren. Oder eine Achtsamkeitsübung zu machen, damit ich grundsätzlich einmal bemerke, dass Körper und Gedanken zusammenspielen. Und wenn ich mir jeden Tag denke, es ist ganz schlimm, wird sich auch körperlich etwas sich abspielen. Jetzt habe ich gerade beim Thema Meditation schon viele Menschen gehört, die gesagt haben, boah, habe ich probiert, ganz selten sind meine Gedanken so geflogen wie da und ich kann da nicht zur Ruhe kommen. Ja. Da dreht sich das Gedankenkarussell erst recht. Wie kann man es denn ausschalten? Nein, die Fähigkeit,
Möglichkeit ist, dass ich merke, dass es Gedankenkarussells gibt. Die kann ich nicht abschalten, aber ich muss mich nicht in das Karussell hineinbewegen und mitfahren. Ich kann mich wirklich mit Körperübungen aus diesem Gedankenkarussell heraushalten. Aber die Gedanken hören nicht auf, aber ich gebe ihnen nicht die Macht. Also ich schaue Ihnen sozusagen zu. Ja, genau. Ich beobachte und sage so, spannend, was sich alles in mir abspielt. Ja, genau. Ich habe einmal gehört, einen Vergleich, da hat eine Dame gemeint, es ist, als würde in ihrem Kopf ein Orchester aus lauter kleinen Äffchen spielen und sie schaut sich das einfach an und schaut dazu. Habe ich ganz gut gefunden. Vielleicht ein Tipp, der helfen kann, egal ob jung oder alt, in Zeiten der diversen Krisen eine optimistische Lebenseinstellung zu behalten. Genau das versuchen wir heute hier in Gmunden. Das klingt super. Ich danke dir, liebe Maria. Eine Frage habe ich noch. Müsst ihr jetzt das Klassenzimmer räumen oder kommt da halt niemand in die Schule? Die Jugendlichen warten netterweise für uns ein bisschen mit dem Unterricht. Wir haben uns da durchsetzen können. Oh, na, die sind aber wirklich lieb. Maria, danke dir. Schon. So ein Opfer. Sehr, sehr nett. Bis später. Liebe Grüße nach Gmunden in die Schule. Da geht es um das Thema mentale Gesundheit für die Jugendlichen. Denen soll es natürlich auch in diesen Krisenzeiten besser gehen und vor allem Perspektiven entwickeln. Das ist das große Thema. Vielleicht tun sich Frauen da überhaupt ein bisschen leichter, wenn ich mir die Expertise von Professor Johannes Huber ansehe. Der sagt nämlich, das Wunderwerk, Frau. Ja, wir sind doch das stärkere Geschlecht. Gut aufpassen. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sind Frauen auch mental gesünder? Sie sind viel empathischer, ja, und können vor allem von den Augen des anderen Menschen auf dessen Seelenzustand besser schließen als Männer. Mhm. Und das ist eine ganz neue Erkenntnis, die zeigt also, dass die Empathie bei Frauen viel besser und perfekter ist. Und das hat natürlich auch für die Kinder eine hohe Relevanz. Ja, denn sie erfassen sofort den Zustand der Kinder. Die Frau ist von sich aus schon die bessere Pädagogin. Und wir brauchen mehr Ärztinnen vielleicht auch. Das ist richtig, aber die nehmen ja ohne dies zu, ja, nicht? Also Gynäkologinnen werden immer mehr, ja, Gott sei Dank. Und ich habe die erste Frau in Österreich habilitiert für das Fach der Frauenheilkunde. Toll, super. Sie haben wieder ein Buch geschrieben. Das ist unglaublich. Professor Huber ist ja seit den frühen Morgenstunden schon bei uns und zwischendurch sitzt er immer am Computer. Ich glaube, Sie schreiben schon wieder am nächsten Buch. Kann das sein? Na, ich versuche die Wissenschaft in der Früh schon zu erkunden, was sich Neues getan hat. Wirklich? Sie haben mitgekriegt, wir haben einen Nobelpreis in Österreich in Physik. Ja, also unglaublich, soll, oder? Unglaublich, weil das ja auch fast eine metaphysische Bedeutung hat, nicht? Die Teilchen sind doch nicht so verschränkt, wie man bei, also man kann es nicht erklären, das ist die Grundaussage. Und das ist auch das enorme Verdienst von Professor Zeilinger. Toll. Ich möchte auf Ihr Buch heute eingehen, Wunderwerk Frau. Sie sind immer so ein, ja, ein Bewunderer auch von Frauen, zumindest was das betrifft, was Frauen zur Verfügung haben. Sie sagen, wir Frauen sind eigentlich die teure Markenuhr im Gegensatz zu den Männern, die durchaus da weniger zur Verfügung haben, nämlich an Ressourcen, an Genen, an Chromosomen. Das ist irgendwie ganz interessant. Wir können ein bisschen mehr eigentlich als Männer. Das ist richtig. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Menschengeschlecht eigentlich seine Existenz der Frau verdankt. Nicht? Sie kann die Inkarnation, sie kann die Menschwerdung. Bei jedem Eisprung kann sie das realisieren und das kann der Mann natürlich nicht. Und damit hat die Frau ein völlig anderes Immunsystem. Sie hat ein perfekteres Herz-Kreislauf-System. Sie kann den Stoffwechsel besser steuern. Also würde man ins Detail gehen, wäre man sprachlos, was der weibliche Körper alles kann. Leider wird es viel zu wenig thematisiert. Okay. Jetzt versucht man Frauen, Hormone zum Beispiel in den Wechseljahren zu geben, die sie eben verlieren und dass diese Kraft, die sie haben. Und warum gibt man eigentlich nicht Männern mehr von diesen weiblichen Dingen sozusagen, um Männer zu optimieren? Sie leben kürzer, vertragen gewisse Krankheiten auch schlechter. Wäre das nicht auch ein Ansatz? Na, die Natur hat den Mann nicht so ausgestattet, dass er länger leben soll möglicherweise. Aber man beginnt langsam, und das machen die Urologen auch den Männern, dann im fortgeschrittenen Alter Hormone anzubieten, wenn es sinnvoll ist. Okay. Das heißt, die Hormone, die sind das, was uns Frauen, die uns stark machen in den jüngeren Jahren. Was tun wir, wenn wir die Hormone abbauen und nicht mehr in dem Ausmaß zur Verfügung haben? Die Hormone sind so ein Wireless-System. Nicht? Okay. Es verbindet verschiedene Organe und sorgt auch für deren Funktion. Und wenn das ausfällt, können unterschiedliche Beschwerden auftreten. Mhm. Also nicht jede Frau hat Beschwerden, aber wenn sie Beschwerden hat, dann ist es besser, sie macht etwas. Gedächtnisverlust,
Gewichtsprobleme natürlich, zum Beispiel. Natürlich, Blutdruck, der steigt. Also ja, da kann man durchaus wieder ausgleichen. Auch der Augendruck steigt sogar bei manchen Frauen nicht. Also das ist tatsächlich ein sehr komplexes Werk. Und bei der Frau ist es ein Wunderwerk. Und wenn das gestört ist, soll man es reparieren. Absolut. Oder also wir müssen es erhalten, solange es geht. Ich danke Ihnen, Herr Professor. Wunderwerkfrau, das neue Buch von Johannes Huber. Immer eine Hommage auch an die Frauen. Da freuen wir uns immer sehr. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Danke, gerne. Jetzt kommen wir zu einer Expertin im ganz anderen Bereich, nämlich zu Gerti Sänger. Da gibt es nämlich Liebes-, Beziehungs- und Sextipps. Und da geht es heute um Eifersucht in einem ganz speziellen Fall. Es gibt Probleme, die einem selber suspekt erscheinen. Und so geht es auch der Marie-Therese. Sie hat eine Fernbeziehung, eine sehr glückliche Fernbeziehung. Der Mann ist absolut treu. Aber das Problem besteht darin, dass seine Freundinnen, er hat nur weibliche Freundinnen, er hat keine männlichen Freunde. Und er postet alle die Erlebnisse, die er mit seinen Freundinnen hat. Also egal, wo er hingeht, ob er einen Ausflug macht oder ob er in ein Lokal geht, alles läuft über Facebook und immer mit den diversen Freundinnen. Und die Marie-Therese sagt, sie bemüht sich nicht eifersüchtig zu sein, weil sie hundertprozentig sicher ist, dass er treu ist. Aber sie ist es dennoch. Und jetzt habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, warum stört es sie so sehr, dass ihr Partner, von dessen Treue sie 100% überzeugt ist, nur weibliche Freundinnen hat. Ich glaube, es ist nicht so sehr das Problem, was sie vermeint, sondern es ist das Problem, dass er das alles postet und dass er auf diese Art und Weise der Umwelt signalisiert, mir geht's gut, ich bin lustig, ich habe eine wahnsinnig nette Umgebung. Und sie ist eher eine zurückgezogene Stille, die das alles nicht hat. Das stört sie. Da ist die Eifersucht eher auf die Lebensgestaltung. Und was meiner Meinung nach noch viel mehr ins Gewicht fällt, sie muss sich alle diese Mitteilungen mit den Facebook-Freunden teilen. Es gibt sozusagen keine Fotos, die er ihr privat schickt. Also sie ist in dem Sinne, ihrer Meinung nach, nicht etwas Besonderes. Und ich glaube, da müsste sie ansetzen, um die Situation so zu sehen und nicht da zu glauben, es sind die Frauen, die um ihren Partner herum geschart sind. Wesentlich wäre, dass sie in der Lage ist, auch ihr Leben lebendig zu gestalten und dann ein offenes Wort zu reden und zu sagen, du musst nicht alles posten, überlass einen Teil uns beiden. Danke, Gerti Sänger. Jetzt hat die Martina Reuter doch glatt mein Dirndlkleider an. Schauen Sie mal. Das glaube ich doch nicht, Eva. Habe ich deinen Geschmack getroffen? Das tust du sehr oft, aber dieses Kleid würde ich sofort anziehen. Das also ist meine Farbe, meine Bluse, perfekt. Schlicht, aber finde ich einfach schön. Also ich bin ja jetzt München erprobt, ich war im Oktoberfest. Ich auch. Ja, und ich muss dazu sagen, ein Wahnsinn, was man da an Geld ausgibt. Ja? Also du kommst ja, Bier 15 Euro, ein halbes Händel kostet ja dort 30 Euro. Also ist ja schrecklich aber eigentlich. Aber ist ja gut. Ja, aber es ist trotzdem, also wie auch immer. Und ich sehe doch immer wieder Frauen, die dann das falsche Schuhwerk anhaben, auch schon wie am Christbaum, weil einfach zu viel Glitzer und zu viel dabei ist. Das ist eine Firma aus Österreich, seit über 70 Jahren. Ganz süß, gibt es in Salzburg und in Wien. Toll. Die Enkelin hat das übernommen jetzt. Schau. Also das finde ich so schön, weil es wirklich auch nicht dann weitergegeben wird oder verkauft wird, sondern die machen wirklich selber gemacht wie Dirndl. Ja, gut, Tracht boomt ja auch, oder? Ich mein, jetzt wieder, aber du, viele ziehen es ja nicht wirklich an. Sie wissen nicht, wo sie es anziehen. Und ich finde schon, dass man das jetzt, sind die ganzen Herbstfeste, Kirrtage, jetzt natürlich noch Wiener Wiesen oder was auch immer. Ich finde das hat wirklich... Die Martina hat mehr Dirndl gewandelt. Ja. Das ist so süß. Und ganz schlicht. Und schau, sie macht es echt süß. Da sind auch mal Rüschen angenäht. Das ist jetzt nicht so der Klassiker, sondern es ist wirklich jedes Dirndl individuell. Mhm. Auch mal andere Stoffe, viel Loden auch. Also wirklich, das ist so ganz, ganz rustikal, nenne ich es mal, traditionell. So klassisch ein bisschen, gell? Kann ich das Blaue noch sehen, das Vorletzte? Ja, auch schön. Ach so. Und das mag ich halt gerne. Ich liebe das ja hochgeschlossen. Ja? Also bei mir plumpst ja nichts raus. Abgesehen davon muss man ja auch was haben. Die Oberarme muss man dann auch dazu haben. muss man da eine Dirndlbluse oder nimmt man immer. Das ohne? Immer. Ich würde immer eine Dirndlbluse. Ohne Bluse, das geht bei mir nicht, gar nicht. Gell? Also keine Sportschuhe, bitte. Ich sehe immer noch Frauen, wo ich mir denke, warum? Ja? Aber das wollte ich jetzt auch gerade fragen. Du hast gesagt, die falschen Schuhe. Was kann man falsch machen? Sportschuhe zum Beispiel. Sportschuhe. Abgelatschte Sportschuhe. Das ist nicht cool.
Also ich finde es einfach, das ist fast eine Beleidigung für dieses Outfit. Ja? Also ich finde, da bin ich dann schon so, da gibt es Stiefel oder so richtige derbe Schnürstiefel, kannst du auch dazu anziehen, aber ich würde nie Sportschuhe anziehen. Also da wird mir immer ganz... Schau, da ist die Martina streng. Da werde ich wirklich streng. Ist sie sehr streng. Und ich mag auch gerne Accessoires, ist Geschmackssache, aber es gibt echt bezaubernde Gürtel auch, die du noch drüber nehmen kannst. Mhm. Ja? Das ist zum Beispiel einfach nur auch von der Firma wie eine Tunika, ja? Also auch süß gemacht. Wäre das ein Tintel für die Wiesen? Nein, oder? Nein, aber das siehst du an, wenn du von Kirtag bist oder wenn du einfach gern zum Heurigen gehst und dich so anziehst. Ja? Jeans-Dirndl, ich meine, die Stoffe... Echt? So ja, gibt's? Die muss man mal Spangerl einmal rausgeben. Aber schau, das finde ich ja auch ganz schön. Hübsch. Hochgeschlossen. Ja, okay. Ja, also man kann sich da so ein bisschen inspirieren, dass der Schnitt an sich immer gleich ist, aber du nimmst halt andere Stoffe. Und deswegen hat mich die Firma auch, es hat mir so gefallen, das verstehe ich, weil ja. Das eine Designerin ist, die in Deutschland studiert, die hat auch schon für Karl Lagerfeld Dirndl-Kollektionen entworfen, also richtig gut unterwegs in Sachen Mode. Was sind wir da preislich? Also ich sag mal so, für ein richtig gutes Dirndl würde ich schon 300 Euro investieren, weil das hast du eigentlich länger. Ja? Mhm. Also man sollte halt schauen, dass die Figur bleibt, ja? Dann passt doch länger rein. Und ich finde auch die Accessoires schön dazu, eine schöne Ledertasche, ja, oder auch mal Haarreifen. Also das ist natürlich eine Geschmackssache. Aber ich ja. Finde es süß, wenn du das so dazu ansiehst. Sowas kann man ja das nur bei Tracht ja auch tragen. Ja. Doch, es geht schon. Das ist muss man auch machen. Ja, ja. Oder auch coolen Schmuck. Oder ich habe jetzt extra auch Trachtenohrringe, die jetzt nicht immer den Hirsch haben oder das Edelweiß, sondern einfach ein bisschen anders sind. Aber wer jetzt noch unterwegs ist und wer einfach sagt, ich würde ja immer Tracht nach dem Oktoberfest kaufen. Weil davor schießen die Preise in die Höhe. Also wer jetzt noch was sucht. Ich mag das. Ja, das ist hübsch. Martina hat mein Dirndlkleid an. Die Farbe, die Bluse. Wunderschön schaust du aus. Ich danke dir. Und die Sitzschuhe hast du auch dabei. Aber genau. Keine Sneakers zum Dirndlkleid. Das haben wir das gelernt. Schön. Schöne Wiesen wünsche ich dir. Schönes Oktoberfest. Wir sind aber gleich zurück nach der ZIP. Rebecca Salzer jetzt mit den aktuellen Nachrichten. Und wir sagen guten Morgen Österreich. Schluss, es ist vorbei, wo der Tag die Nacht begrüßt. Badeschluss, es ist vorbei, weil der andere kann anderen vermisst. Du hast da alles ihm da gegeben, ein Tag kann nehmen auch am Leben. Die Sonne war stark und ziemlich gut heut, drum ruder als die anderen Leid. Wer was anders sagt, kann still verbleiben. Die Witz, a Schaß mehr wird nicht bleiben. Badeschluss, es ist vorbei, wo der Tag die Nacht begrüßt. Badeschluss, es ist vorbei, weil der andere keinen anderen vermisst. Du hast da alles ihm da gegeben, ein Tag kann niemand auch am Leben. Jetzt, wo ich endlich allein bin, ich bin der Badeschluss, ein Wahnsinn. Kann ich in Ruhe aufs Bisoar gehen, da kommt dann auch die zweite Luft. Den meisten Mist macht Männerduft. Badeschluss, es ist vorbei, Tag die Nacht begrüßt.
Schluss. Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Zeit im Bild. Es ist 8 Uhr. Die Ukraine meldet neue erhebliche Geländegewinne in den von Russland beanspruchten Gebieten. Dutzende Ortschaften seien zurückerobert worden, sagt der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj in einer Wiederansprache. Dieses Dorf liegt in der Region Donetsk. Ein halbes Jahr war es unter russischer Besatzung. Ende September haben ukrainische Truppen hier die Kontrolle übernommen. Doch an ein normales Leben ist vorerst nicht zu denken. Viele Gebäude wie die Schule sind zerstört. Diese Familie lebt weiterhin im Keller ihres nahezu zerstörten Hauses. Es gibt kein fließend Wasser und keinen Strom seit Monaten. Die Ukraine rückt nach eigenen Angaben weiter vor. Die Truppen kämen im Süden und Osten schnell und kraftvoll voran, sagt der ukrainische Staatschef in seiner allabendlichen Videoansprache. Die russische Seite verkündet hingegen Erfolge bei der Teilmobilmachung. Mehr als 200.000 Menschen seien bislang der Armee beigetreten. Wir wechseln nach Großbritannien. In Birmingham geht das jährliche Parteitreffen der konservativen Regierungspartei heute zu Ende. Die Abschlussrede von Premierministerin Truss wird mit Spannung erwartet. Ihr Image ist nach dem Kurswechsel in der Steuerpolitik schwer angeschlagen. Nach scharfer Kritik hat sie die angekündigten Steuerentlastungen für Topverdiener fallen lassen. Truss hat die schwierige Aufgabe, Parteifreunde, Finanzmärkte und Bevölkerung davon zu überzeugen, wie sie das Land aus der schlimmsten Wirtschaftskrise seit 50 Jahren führen will. Ihre Steuerfantasien wurden dabei auf den Boden der britischen Wirklichkeit zurückgeholt. Die Pläne der Steuerentlastungen für Topverdiener in Zeiten hoher Inflation, stagnierendem Wachstum und hoher Staatsverschuldung sorgten für Unruhe. Die Kehrtwende, die sie selbst als keine Schande empfindet, war wohl ein politischer Bauchfleck. Denn in der Partei hat sie damit wohl das lang ersehnte Ansehen, eisern durchgreifen zu können, verloren. Die Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich ihren Rücktritt. Nach Österreich jetzt. Heute stellt sich ÖVP-Innenminister Gerhard Karner den Fragen der Abgeordneten im ÖVP-Untersuchungsausschuss. Dabei dürfte es unter anderem um das Ibiza-Video und die Soko-Tape gehen. Und auch um die bisher vergeblichen Ladungen des ehemaligen Generalsekretärs im Finanzministerium und Vertrauten von Sebastian Kurz, Thomas Schmidt. Er gilt als Drahtzieher vieler ÖVP-Probleme. Ohne die Daten aus seinem Handy wäre vieles nicht ans Licht gekommen. Thomas Schmidt lebt derzeit in den Niederlanden und ist bisher sämtlichen Ladungen nicht nachgekommen. Die Opposition im U-Ausschuss verlangt daher, dass die Polizei ihn vorführt. ÖVP-Innenminister Karner sah dafür zunächst keine gesetzliche Grundlage. Zuletzt sagte er das dann aber doch zu. Dazu müsste Schmidt aber kurz vor einem Ausschusstag nach Österreich kommen. Karner hat derzeit auch eigene Probleme am Hals, die seine Diplomarbeit und seinen Magistertitel betreffen. Der Plagiatsjäger Stefan Weber wirft dem Innenminister vor, bei seiner Diplomarbeit an der WU vom Jahr 1995 die damals gültigen Zitierregeln verletzt zu haben. Karner weist das zurück. Das österreichische Bundesheer will dem Ärztemangel entgegenwirken, und zwar mit einem neuen Modell. Ähnlich wie bei Heeressportlern werden Medizinstudenten in den Dienst aufgenommen. Ihr Studium absolvieren sie damit also als Soldaten und erhalten in dieser Zeit einen Ausbildungssold. Das Medizinstudium der jungen Soldaten hat am 1. Oktober bereits begonnen. Gleich zu Beginn werden sie in den Dienstgrad des Fähnrich erhoben. Das neue Programm, 10 Studienplätze pro Jahr für das Bundesheer zu reservieren, hat ihren Weg zum Mediziner freigemacht. Für mich war der Schritt immer naheliegender, da mich die Medizin, besonders die Militärmedizin, immer schon interessiert haben. Bei mir hat es explizit daran gelegen, dass die Ausschreibung vom Bundesheer kam, weil zuvor war ich Pharmazie am Studieren. Ein Aspekt dabei, das regelmäßige Gehalt vom Heer, rund 1.000 Euro im Monat. Wir unterstützen das Studium für die Militärmedizin-Studenten verbunden mit einer Verpflichtung, dann auch, um sozusagen selber eben Militärärzte zu generieren. Die Verpflichtung läuft 20 Jahre. 8 bis 11 Jahre davon sollen die Heeresmediziner auch als Militärärzte arbeiten. Ein Vorteil laut Gesundheitsminister auch für die Versorgung in Österreich.
Wir haben das Problem, dass sehr viele ausgebildete Mediziner und Mediziner wieder ins Ausland gehen. Das ist hier nicht der Fall und das ist auch Modell für möglicherweise andere Sektoren, wie zum Beispiel den öffentlichen Gesundheitsdienst. Die Hoffnung ist, künftig auch Soldatinnen für diesen Weg gewinnen zu können. Den Physiknobelpreis gewonnen hat der österreichische Quantenphysiker Anton Zeilinger. Die Freude hierzulande ist groß. Dem Standort Österreich kommt damit einmal mehr eine besondere Rolle in der weltweiten Forschung zu. Zeilingers langjährige Experimente im Bereich der Quantenphysik hat er selbst gestern in der ZIP 2 so beschrieben. Man muss sagen, dass Quantenphysik wahrscheinlich die am besten bestätigte mathematische Beschreibung der Natur ist, die wir haben. Es ist fantastisch genau. Und mathematisch wunderbar. Die Zukunft ist eine offene Frage. Also Technologie wird entwickelt, aber die Zukunft, was das wirklich bedeutet für unser Weltverständnis, das ist noch offen. So Zeilinger. Und auch heute Mittag werden wieder Nobelpreise vergeben, und zwar in der Kategorie Chemie. Auch diese Auszeichnung ist mit über 900.000 Euro dotiert. Seit Jahren beschäftigt sich der deutsche Regisseur Cem Kaya mit türkischer Popkultur. Sein neuer Dokumentarfilm Liebe, D-Mark und Tod erzählt von der eigenständigen Musikkultur der türkischen Einwanderer in Deutschland. Ab Freitag in den heimischen Kinos. Angeworben als sogenannte Gastarbeiter kamen in den 1960er und 70er Jahren viele Menschen von der Türkei nach Deutschland. Der Dokumentarfilm Liebe, D-Mark und Tod rekonstruiert anhand der dabei entstandenen Musikszene in Deutschland ein von der Mehrheitsbevölkerung kaum wahrgenommenes Stück Zeitgeschichte. Es zieht sich so wie so ein roter Faden durch den ganzen Film bis in den zeitgenössischen Hip-Hop hinein, dass man eigentlich die Lieder über Deutschland und über all die Erfahrungen, die man in Deutschland gemacht hat, schreibt. Das geht in den 90er Jahren, natürlich geht es viel um Rassismus. Der Film zeigt die Folgen von Rassismus und gescheiterter Integrationspolitik, aber auch die enorme Kraft und Lebensfreude, die Musik freisetzen kann. Und es wird schön, verrät uns Vera Gruber. Viel Sonnenschein erwartet uns heute. In tiefen Lagen ist es derzeit noch teils trüb durch Nebel oder Hochnebel. Diese sind aber rasch Geschichte. Und dann hat im ganzen Land die Sonne das Sagen. Dünne, hohe Wolkenfelder stören den sonnigen Eindruck nur wenig. Der Wind dreht auf Süd und damit wird es föhnig und sehr mild. Die Höchstwerte heute liegen meist zwischen 18 und 24 Grad. Am mildesten ist es im Westen. Vereinzelt kann sich mit Föhnunterstützung auch ein 25er ausgehen und damit ein Sommertag. Nach dem teils unbeständigen Wetter zum Monatsbeginn zeigt sich der Herbst jetzt also von seiner goldenen Seite. Viel Sonnenschein gibt es auch in den kommenden Tagen und das lässt die Farben in der Natur wunderschön zur Geltung kommen. Ideale Bedingungen für Wanderungen sind somit gegeben. In 2000 Meter Höhe hat es heute rund 12 Grad und auch morgen und am Freitag geht es außergewöhnlich mild weiter, selbst in diesen Höhen. Dazu gibt es viel Sonnenschein. Am Freitag ist der Himmel meist sogar wolkenlos. Allerdings werden die Nebelfelder häufiger und man muss teils bis Mittag auf den Sonnenschein warten. Mit Werten um und über 20 Grad bleibt es mild. Kinderarmut wird in Österreich wegen der steigenden Preise und der Energiekrise immer mehr zum Problem. Darum geht es jetzt gleich in Guten Morgen Österreich bei Eva Pölzl. Auf Wiedersehen. Danke, Rebecca Salzer. Guten Morgen, Österreich. Um 8:08 möchte ich Ihnen jetzt einen Gedanken mit auf den Weg geben. Wenn Sie das nächste Mal vielleicht von Salzburg nach Wien oder von Wien nach Salzburg fahren, dann sind das 368 Kilometer. Und dann müssen Sie sich vorstellen, dass eigentlich jeden Meter eigentlich ein armutsgefährdetes Kind steht. Jetzt habe ich übrigens falsch gerechnet, es sind nämlich 386 Kilometer. Entschuldigung, Erich Benninger hat mich schon korrigiert. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und erfolgt Sie, für Sie wollen eben auf das Thema Kinderarmut aufmerksam machen und haben sich dafür diese Strecke Wien-Salzburg ausgesucht. Genau, weil, so wie Sie sagen, 368.000 Meter
Jeden Meter würde ein Kind stehen, wenn man die armutsbetroffenen Kinder zusammenfassen würde. Mhm. In Österreich ist es eine erschreckende Anzahl. Vor wenigen Jahren waren es jedes fünfte Kind und jetzt mittlerweile fast jedes vierte Kind. Die Teuerung belastet die Kinder natürlich jetzt ungemein. Und wir sehen, dass die armutsbetroffenen Kinder von heute in aller Regel, in einer Langzeitforschung ist das berechnet worden, die Arbeitslosen von morgen sind. Warum? Sie sind hochbelastet aufgrund des ökonomischen Mangels zu Hause. Mhm. Sie wissen, dass die Eltern Sorgen haben. Sie wissen, dass die Existenz fragil ist, dass nicht alles finanziert werden kann, nicht einmal die primären Lebensvoraussetzungen, auch die Winterbegleitung beispielsweise jetzt, die notwendig Absolut, wird. Ja. Sie haben weniger Freunde, Freundinnen und sind auch in der Schule hochgradig belastet und haben dann auch Erkrankungssymptome wie Kopfschmerzen, Bronchitis, Übelkeit, Bauchschmerzen. Die Ärztinnen können da hier kein organisches Problem identifizieren. Mhm. Also es kommt von dieser psychischen Belastung. Mhm. Und deshalb schaffen sie auch die Schule nicht so. Ja, und das ist das, womit Sie, auf das möchten Sie aufmerksam mhm. machen. Und deshalb auch diese Tour de Chance, diese Radtour, mhm. die Sie von Salzburg nach Wien derzeit machen. Sie haben es kurz für uns unterbrochen, schöne Sache. Mhm. Sind diese Kinder denn sichtbar? Ja, für Sie als Volkshilfe, aber wir kriegen das oft in der Gesellschaft gar nicht mit, oder? Genau, man kriegt es deshalb nicht mit, weil armutsbetroffene Familien Erwachsene, ja. Kinder nicht auf dieselben Orte gehen wie wir. Die sind nicht im Kaffeehaus, die treffen wir nicht im Kino. Die sind meistens hochgradig isoliert. Warum? Weil alles mittlerweile mit Kosten verbunden ist. Diese Kosten können sie nicht bedecken. Sie sind froh, wenn sie den Alltag irgendwie bestreiten und bis Ende des Monats sozusagen ausreichend Geld haben. Mhm. Deshalb sehen wir sie im normalen Alltag mhm. nicht. Wir gehen unterschiedliche Wege und das ist dramatisch. Und in der Forschung sehen wir, dass die... Genau, Sie haben mhm. nämlich, Sie sagen es eh schon mhm. selber, es gibt ein Forschungsprojekt, das Sie als Volkshilfe mhm. derzeit laufen lassen. Sie fordern ja schon seit geraumer Zeit eine Grundsicherung genau. für Kinder. Mhm. Und mit diesem Geld sieht man schon, dass das in ganz andere Richtungen gehen kann. Genau, also es geht darum, dass wir eine Kindergrundsicherung implementieren in Österreich. Das würde bedeuten, dass alle Kinder, die in Österreich leben, Familienbeihilfe sozusagen bekommen und die armutsbetroffenen Kinder, die ja für ihre Eltern, für die Armut nichts dafür können, so eine einkommensbezogene Tangente bekommen. Wir haben das als Volkshilfe jetzt gemacht, 2 Jahre lang. Wir sehen die Wirkung, die unglaublich positiv ist. Also nicht nur, dass sie versorgt sind bis Ende des Monats mit Essen, dass sie teilhaben können, bei Schulveranstaltungen zum Beispiel einwöchigen und dass sie alle jetzt sagen, wir sind sorgenfreier, wir sind weniger belastet. Mhm. Ich habe mehr Freunde, Freundinnen als vorher. Ich habe jetzt eine Unterstützung beispielsweise für die Schule, dass ich halt Nachhilfe etc. konsumieren kann. Sie sind gesünder. Also nach einiger Zeit bilden sich auch diese chronischen Erkrankungen Super. Zurück. Mhm. Und deshalb müssen wir gemeinsam, glaube ich, alle Bürger, Bürgerinnen, Mütter, Väter, Omas, Opas für eine Kindergrundsicherung kämpfen, damit auch diese armutsbetroffenen Kinder dieselben Chancen haben wie die anderen. Und jetzt schließen wir noch einmal den Kreis zum Radfahren. Das ist genau das, worauf mhm. die Volkshilfe in diesen Tagen aufmerksam machen möchte. Es ist eh schon im Finale sozusagen. Die genau. Tour de Chance ist sozusagen im Zieleinlauf. Mhm. Heute Abend 17 Uhr am Praterstern in Wien können die Letzten mit dem Fahrrad noch dazustoßen. Und um 18 Uhr geht es dann genau, wohin? Zum Ring entlang und dann am Heldentor hinein, am Heldenplatz. Und dort werden einige Redner, Rednerinnen sein der Zivilgesellschaft und auch von der Politik. Und es kommt dann die Volkshilfe mit F geschrieben, die Band, die uns begleitet. Also alle, die heute am Abend noch ein bisschen Free-Konzert genießen wollen, bitte kommt zum Heldenplatz. Und das Wetter ist am letzten Tag auch okay. Ja. Nicht nur zum Radlfahren. Alles Gute, Sie fahren jetzt Danke. Noch einmal zurück nach Tulln, ja, Tulln und dann mit den anderen nach Wien zu kommen. Erich Fenninger, alles Gute, danke für diese Initiative, ein tolles Projekt im Sinne von armutsgefährdeten Kindern. Eine wichtige Sache. Musikalisch ist nicht nur die Volkshilfe heute Abend auch ein Thema am Heldenplatz, sondern jetzt auch bei uns. Die große Helene Fischer war zu Gast in Österreich am Wochenende in Bad Gastein, kürzlich in München mit 130.000 Fans, unglaublich. Und gestern war sie bei Grissemann Stermann zu Gast und hat mit Ruskaya aufgesungen. Wir waren mit dabei. Dann ist Helene Fischer in der Haus. Gestern Abend zu Gast bei Willkommen Österreich. Nicht zum ersten Mal, dass Helene mit Ruskaya jammt.
Nee, und ich muss sagen, ich genieße das jedes Mal, weil es einfach so eine spezielle Art ist, meine Songs dann neu zu entdecken und neu zu hören. Und auch heute wieder mit den Jungs zu proben und Mädels, muss man dazu sagen, es macht einfach totalen Spaß, weil es wird alles rockiger und es wird trotzdem fett, muss ich sagen. Also ich genieße es immer sehr. Richtig fett war in jedem Fall Helenes Rekordkonzert in München vor 6 Wochen. 130.000 Fans, das schaffte vor ihr noch keine Künstlerin. Ich kam raus und habe Gänsehaut am ganzen Körper gehabt und habe aber und zugleich konnte ich es aber irgendwie auch nicht richtig so aufsaugen, weil es einfach nur eine Riesenfläche war voller Menschen. So losgelöst, frei, 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 kommt! Und wir hatten tatsächlich gar nicht so viel Zeit, um uns vorzubereiten. Wir haben Choreografietraining zwar gehabt, aber letztendlich haben wir die Show, weil es halt Open Air war und weil wir durch den Lärm, den wir auch veranstaltet haben, nur 4 Tage Zeit gehabt, das alles auf die Beine zu bringen und trotz Flugwerk und allem Pipapo. Also das war für uns schon eigentlich unser eigener Rekord, den wir geschlagen haben. Seit Dezember ist Helene Fischer Mutter einer Tochter und gestern Abend brachte sie Nala erstmals nicht selbst ins Bett, weil sie arbeiten musste. Die Kleine wird sich daran gewöhnen, denn im nächsten Jahr ist Mama wieder auf Tournee. Allein in Wien tritt sie 5-mal in der Stadthalle auf. Die Reiseplanung so kindgerecht wie möglich. Es ist so, dass wir immer eine Woche vor Ort sind in einer Stadt und das ist ehrlich gesagt sehr angenehm, weil ich dann einfach nicht jeden Tag reisen muss. Ich muss nicht jeden Tag das Hotelzimmer wechseln. Ich kann mich dann erstmal für eine Woche heimelig einrichten im Hotel. Und bis zum Wiedersehen gibt es zumindest Helenes Rekordkonzert auf DVD. Wir sehen uns, wenn ihr es wollt. Und bleibt bitte gesund, okay? Hier im TV-Studio haben sich auch die Helene Fischer-Fans versammelt. Ich glaube, er ist total begeistert. Christoph Fritz, Kabarettist, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, begeistert? Ja, nein? Vielleicht? Ja, meine Bühnenshow ist nicht ganz so spektakulär, aber jetzt im neuen Programm bewege ich mich auch ab und zu ein bisschen. Ja. Links und rechts, ja. Absolut, da darf man gleich einmal gratulieren. Es gab letztes Jahr den Förderpreis, 2020, den Förderpreis des Deutschen, oder? Kleinkunstpreises. Aha. Und genau. Im 2 Jahre davor den österreichischen Kabarettpreis, den Förderpreis. Und von Nachwuchskabarettist kann keine Rede mehr sein, oder? Da ist man jetzt schon dabei bei den Profis. Bei den Profis, also insofern, dass ich beruflich mache mittlerweile, ja. Hauptberuflich? Ja. Super. Aber ja, man weiß dann trotzdem nie genau, welcher Witz funktionieren wird, ohne es ausprobiert zu haben. Also so, man kommt sich immer ein bisschen wie ein Amateur vor, weil es gibt immer recht viel Potenzial, um zu scheitern auch. Ja, gespielter Witz von Christoph Fritz, nicht schlecht. Das neue Programm heißt Zärtlichkeit. Wie kommt man auf sowas? Bedarf nach Zärtlichkeit gehabt, oder? Ich habe also vor einem Jahr begonnen, Sachen zu schreiben und bin dann irgendwie recht schnell drauf gekommen, dass sich dieses Thema der Nähe durch die meisten Geschichten durchzieht. Und ich glaube, es passt auch gut in die Zeit. Und ja, dann haben wir gedacht, dann nenne ich das so und arbeite das so raus. Ja. Wie kommt es an bis jetzt? Es gab ja schon einige Termine. Ja, ganz gut. Also ich war sehr zufrieden mit der Premiere und es macht Spaß. Super. Ich hoffe, Ihnen macht es auch Spaß. Wir haben einen Ausschnitt aus Zärtlichkeit von Christoph Fritz. Christoph Fritz ist so geil, er denkt beim Sex nicht an sich, sondern an Straßenhunde in Rumänien. Dass ich da nicht mehr die Grundüberzeugung besitze, dass Christoph Fritz scheiße ist. Wenn ich komme, blicke ich drein wie ein Beamter beim Augeneintropfen. Apple Juice. But Apple Juice not water. Apple Juice not water. Menschen gleichen sich untereinander in mindestens 99% ihrer DNA. Das heißt, wenn ich mich selbst umarme, umarme ich 99% aller Menschen. Und 50% aller Bananen. Danke sehr. Lieber Wasser oder lieber Apfelsaft? Oder Bier? Oder? Ich meine, okay, ist alles erlaubt. Wasser. Echt? Kaffee oder Tee? Auch Wasser. Orangensaft oder? Wasser. Ich bin ziemlich ein Wasserfan. Merk's. Und ja, aber auch ein Liter geschrieben. Auf Englisch, weil wieso nicht? Ja, absolut. Wieso? Ja. Das kannst du ja, das ist ja kein Problem. Ja. Ja? Und das versteht auch jeder. Ja, ich sage immer, wer auf Deutsch Lieder schreibt, der
der will ja gar keinen Erfolg. Nein, nein. Naja, du lehnst es ja an Helene Fischer an. Also insofern musst du ja eigentlich Deutsch. Naja, egal. Jetzt. Nein, also ich möchte schon global denken. Ich trinke einen Schluck Wasser auf dich. Danke für dieses wirklich ergiebige Interview. Gerne. Christoph Fritz. Zärtlichkeit, das aktuelle Programm derzeit auf Österreichs Bühnen. In Linz gibt es einen Termin und morgen Abend genau, in Wien. Morgen in Wien, jetzt am 18.10. in Linz, cool. Dann mal 15. in Tulln, 18. in Salzburg, also sehr, nett. Sehr viel unterwegs. Ja. Helene Fischer haben wir dir schon gezeigt, Manfred Baumanns neuen Kalender möchten wir dir auch nicht vorenthalten. Schauen wir gerne an. Ja, bitte bleib noch ein bisschen und Ihnen natürlich auch nicht. Jeder sieht so etwas anderes und das ist eigentlich die Kunst, in der Fotografie so etwas zu schaffen, dass die Geschichte offen bleibt, dass die Inspiration immer lebendig bleibt und auch, dass man in Bildern Jahre danach noch immer das ein oder andere entdeckt. Und zu entdecken gibt es im bereits 16. Fine Nude Art Kalender auch einiges. Alle Fotos sind in Schwarz-Weiß, die Models mehr oder weniger bekleidet und der August gehört wie immer Ehefrau Nelly. Wir versuchen uns immer wieder neu zu erfinden und es war in diesem Jahr auch wieder windig, wie man sehen kann. Ich mag das Bild sehr, es ist sehr magisch und sehr mystisch und ich glaube, Manfred hat mich da ganz großartig eingefangen. Also ich hatte schon mal mit Manfred Baumann ein Shooting ohne Gewand in der Lobau. Das ist aber privat geblieben. Vielleicht veröffentliche ich es einmal, aber ich werde mir Bäume über den Körper wachsen lassen. Also dass ich quasi mich als Model zur Verfügung stelle. Keine Ahnung, also da fällt mir jetzt nichts ein. Ich glaube nicht, dass ich das machen würde. Vor allem gäbe es auch keinen Absatz dafür. Ein Nocktkalender, wo ich drauf bin, also ein Nocktfoto. Ich weiß nicht, wer sich das kaufen würde oder aufhängen da. Nein, um kein Geld. Also so viel Geld gibt es gar nicht. Also in meinem Fall, weiß ich nicht, ob du käuflich bist. Nein, ich hätte da nicht so viel Mut dazu. Das war das erste Mal, dass ich also nackt mit Pfeil und Bogen posiert habe. Man muss da sehr viel Vertrauen haben zum Fotografen. Wenn ich warm bin, muss ich diese Posen machen. Ich kann nicht einfach einmal da, dann warten und so. Ich muss dann die Sachen machen. Und das hat er respektiert und dann habe ich das mehrere Mal gemacht. Er achtet auf Details. Er sieht die Schönheit in Kleinigkeiten, wo wir normalen Menschen sie nicht sehen. Wir gehen oft achtlos an Menschen und Objekten vorbei. Er sucht immer das Besondere und findet es auch. Dieser Kalender voller Schönheiten erscheint als limitierte Auflage von insgesamt 1000 Stück in 14 Ländern. Musik gar nix an, weil alles kann. Zing Musik ganz fesch an, da schon her. Heut sind wir alle zusammen, jeder weiß, wer wir sind. Heut gibt's einen großen Fun, everywhere check. Facebook und Instagram, jeder weiß, wo wir sind. Heut gibt's ein Autogramm, bitte sehr heut. Heut sind wir alle zusammen, heut geben wir's richtig an. Und dann hast Fun, 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 gib mir mehr. Nur ein Blatzer, den tanzt man nicht. Geh herz mal auf, dieses Wort's blöd. Boah, wir tanzen, dann halt sich fest. Dann kommt so eine Tasse. Alles Tango, alles Tango, alles Tango, alles Tango, alles Tango, alles Tango, alles Tango. Gleich auf der Autobahn, Wodka und Perignon. Heute stoß mir einmal an mit Chauffeur, weil wenn wir heute nüchtern sind, kommen wir gar nicht ran. Drum öwe zusammen, 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 ist nicht schwer dann. Fangen wir endlich an, Rekapitel ist der Plan. Wo ist der Kameramann? We don't care, okay. Hat sich da wer verdammt? Keiner weiß, wer wir sind. Und keiner schaut uns an, einmal nur ein Leutzer, den tanzt man nicht. Geh herz mal auf, dieses Platz blöd. Wenn wir tanzen, dann holt sich fest, dann kommst du. Und ich gebe den Rest. 1, 2, 3, 4. Alles Tango. 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 Corazones no pulsan en personas estudiadas. Corazones no pulsan en gallinas desplumadas. Corazones pulsan solamente en el tango con una rosa roja entre los labios. Oh,
alles Tango. 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 Wer tanzt Tango mit mir? Ich. Ah, oh, jetzt habe ich Glück gehabt. Gesangskapelle Jammern, wow, seid ihr cool drauf. So lässig, ich danke euch, super. Sag mal, ich habe noch nie so viele glückliche Gesichter gesehen beim Singen. Das macht ist die Uhrzeit. Ja. Die Uhrzeit macht es. Ah, das hätte ich natürlich wissen müssen, das ist die Uhrzeit. Geht es euch so wie mir, gell, in der Früh. Ja. Echt lässig, ihr seid derzeit auf Tour durch ganz Österreich. Alle Bundesländer oder nur Oberösterreich? Genau, die meisten Bundesländer. In Salzburg sind wir am 6.10., dann sind wir in Wien am 12.10., dann sind wir wieder in Weidhofen. Das ist, glaube ich, Niederösterreich, stimmt das? An der Ips. Ja. Und so weiter. Also wirklich viele Termine. Ich glaube, die Leute wollen euch sehen. Das ist echt super. Seid ihr irgendwie alle so aus dem gemeinsamen Knabenchor entsprungen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, genau so kann man sich das vorstellen. Wirklich? Also wir wollen, dass diese Vorstellung ist den restlichen Morgen. Aha, okay. Anhalt. Also die Fantasy soll bleiben, alles klar. Wie musikalisch muss man sein, nochmal speziell, wenn man a cappella singt? Oder? Sehr musikalisch. Also, Ist es was anderes als mit Instrument? Ihr merkt, ich bin völlig unmusikalisch. Ich bin ja eigentlich Schlagzeuger und es geht sich trotzdem aus. Und man sagt ja immer, Schlagzeuger ist kein Musiker. Wirklich? Also man muss einfach lang genug gemeinsam singen, dann passt es. Ein Schlagzeuger ist kein Musiker, das muss ich mir merken. Also irgendwann seid ihr auf Stimmen umgestiegen und habt gemerkt, es funktioniert. Der große Vorteil an dem Ganzen ist, dass wir kaum was schleppen müssen und wir sind muskelmäßig ist nicht so gut aufgestellt. Ja. Jetzt müssen wir nichts tragen und fahren eigentlich immer mit dem Zug. Also, ja, ist perfekt. Ihr seid nachhaltig, umweltfreundlich und schwach. Genau. Ja. Unser Motto. Super. Gesangskapelle Jammern. Echt lässig. Dankeschön für diesen schönen Tango. Danke. Tanzt hat niemand mit mir, aber das macht nichts. Ich kann eh nicht Tango tanzen. Kann ich gar nicht. Ja. Dankeschön. Und ich hoffe, ihr gewinnt einen Amadeus. Er nominiert wart schon einmal, gell? Ja, vielleicht das nächste Mal wird es sicher für uns. Bitte sehr. Voten Sie, voten Sie. Das müssen wir euch nun zum Nominierung bringen, aber das dauert nur ein bisschen. Kriegen wir hin. Alles klar, super, dankeschön. Jetzt geht es um die Zeit im Bild. Rebecca Salzer erwartet Sie. Wir freuen uns auf Günther Meyer, unser wunderbarer Kollege aus der ORF Wissenschaft. Ja, mit ihm sprechen wir über den neuen Nobelpreisträger Anton Zeilinger. Außerdem ist Professor Hannes Huber bei uns und da sage ich nur das Wunderwerk Frau. Bis gleich. Mir taugt die Nacht, doch der Tag hat mich grad wieder draus gebracht. Mein Kopf ist ständig online, immer am Rotieren. Und ich wünsch mir, mich mal wieder zu verlieren. Und dann sagst du leise, fühl, nimm mit, lass dein Herz. Tausend Zettel fliegen durch die Nacht. Mein Kopf ist Bodybuilder, immer am Trainieren. Und ich wünsch mir, mich mal wieder zu verlieren. Und dann sag ich leise, nimm mit, lass dein Herz. Und so will
Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem kurzen Nachrichtenüberblick. Es ist 8:30. Die Regierungsparteien ÖVP und Grüne haben sich auf Pensionserhöhungen fürs kommende Jahr geeinigt. Alle Pensionen steigen zwischen 5% und 10%. Am meisten bekommen Mindestpensionistinnen. Scharfe Kritik kommt etwa vom SPÖ-Pensionistenverband. Das Ganze sei kompliziert, unfair und nicht nachhaltig. Sozialminister Johannes Rauch verteidigt die Pläne gestern in der ZIB 2. Vor diesem Hintergrund war es mir wichtig, den Pensionistinnen und Pensionisten rasch eine Entscheidung zu liefern und klarzumachen, es gibt eine Anpassung, die auch Rücksicht nimmt auf die tatsächliche Inflation. Das haben wir getan, sozial gestaffelt, bei den Kleinen unten deutlich besser und mehr als oben. Das ist, finde ich, gelebte Sozialpolitik. Das österreichische Außenministerium hat eine Reisewarnung für den Iran herausgegeben. Grund sind die anhaltenden Proteste, die von den Sicherheitskräften mit Gewalt niedergeschlagen werden. ÖsterreicherInnen im Iran wird dringend empfohlen, das Land zu verlassen. Die Botschaft in Teheran unterstütze im Notfall, heißt es. Die USA und Südkorea haben jetzt auf den gestrigen Raketentest Nordkoreas reagiert. Laut südkoreanischem Militär wurden 4 Bodenraketen ins Meer vor der koreanischen Ostküste abgeschossen. Damit wollten die USA und Südkorea ihre Treffsicherheit demonstrieren und somit die Fähigkeit, sich gegen künftige Manöver Nordkoreas verteidigen zu können. Nordkorea hatte als Provokation eine Rakete über Japan abgeschossen und das zum ersten Mal seit knapp 5 Jahren. Trotz Verbot der UNO führt das Land immer wieder Raketentests durch. Tesla-Gründer Elon Musk will nach monatelangem Hin und Her jetzt doch das soziale Netzwerk Twitter kaufen. Und das um den ursprünglich vereinbarten Preis von 44 Milliarden Dollar. In den letzten Monaten hatte der Milliardär noch in einem Rechtsstreit versucht, aus dem Deal auszusteigen. In einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht hat er sich gestern aber dann doch zum Kauf bereit erklärt. Diese Mitteilung wurde auch von Seiten Twitters zugestimmt. Ob es diesmal tatsächlich zur Übernahme kommt, steht aber noch aus. Und Österreich hat wieder einen Nobelpreisträger. Anton Zeilinger hat den Physik-Nobelpreis gewonnen. Darum geht es jetzt in Guten Morgen Österreich. Und zuvor haben wir noch die Wetteraussichten für Sie. Der Herbst zeigt sich heute von seiner goldenen Seite. Einzelne Nebelfelder lichten sich nun bald. Außerhalb des Nebels ist es bereits sonnig. Es ziehen nur ab und zu hohe Wolkenfelder durch, die den sonnigen Eindruck wenig stören. Der Wind tritt auf Süd und es wird sehr mild für Oktober. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 24 Grad. Die nächsten aktuellen Nachrichten haben wir für Sie um 9 Uhr hier auf diesem Sender. Auf Wiedersehen. Guten Morgen Österreich. Es ist Mittwoch, es ist der 5. Oktober. Wir erwarten einen traumhaft schönen Tag. Und ich glaube auch, dass nicht nur der gestrige, sondern auch der heutige Tag traumhaft schön für Physiker Anton Zeilinger sein wird. Gestern hat er um 11 Uhr erfahren, dass er den Nobelpreis für Physik erhalten hat. Und das sind natürlich tolle Nachrichten. Er wollte dieses Telefonat, hat mir Günther Meyer heute schon erzählt, gar nicht annehmen. Aber seine Sekretärin hat dann auf die schwedische Vorwahl hingewiesen und somit war klar, wer da am anderen Ende ist. Einen schönen guten Morgen, Günther Meyer. Wer ruft da an? Das ist die Gesellschaft, oder wie heißt das? Die ja, genau, für... die das vergeben und das ja. ist seine Sekretärin und die ist sehr hartnäckig, wie man mir gesagt hat. Also die hat, da gibt es auch schon die kuriosesten Geschichten, wen sie alles nicht erreicht haben. Echt? Ja, also Peter Higgs, der diese ganzen Higgs-Teilchen entdeckt hat, der war im Gartenhaus, den hat der Nachbar aufgestöbert. Und gestern war es eben so, dass die Sekretärin angerufen hat und die Sekretärin von Anton Zeilinger hat abgehoben. Und so schnell kommt man da nicht durch bei den großen Professoren. Aber die schwedische Vorwahl hat dann doch dazu geführt, dass er gesagt hat, vielleicht solltest du doch abheben. Und er hat dann gesagt, naja, wenn... Aber man muss auch damit rechnen, dass da hin und wieder Scherze getrieben werden. Und das Erste, was dann meistens aus Stockholm kommt, bitte, das ist kein Fake, das ist die Wahrheit. Und gestern war es zum Glück auch so. Na, unglaublich. Der Quantenphysiker Anton Zeilinger, wir kennen ihn natürlich nicht nur persönlich, seine Arbeiten seit vielen Jahrzehnten ist er ja als renommierter Forscher und Physiker tätig. War das jetzt sozusagen zu erwarten, dass dieser Nobelpreis auch ihm einmal zukommen wird? Wir waren eigentlich die ganzen letzten Jahre immer vorbereitet, dass das passieren kann. Und um ganz ehrlich zu sein, gestern habe ich gesagt, naja, vielleicht wird es doch nichts mehr. Und genau in diesem Moment passiert es dann zum Glück. Und umso schöner ist es aber, dass die Überraschung dann doch wieder groß war. Obwohl, es wurde erwartet in der gesamten Forscherszene,
dass er ihn eigentlich kriegen müsste irgendwann. Und sein Institutsvorstand hat gestern dann, hat ihm dann auch ein SMS geschrieben, wie Sie mir erzählt haben, wo er geschrieben hat, na also. Ah, also lustig, man hat schon ein bisschen damit spekuliert. Okay. Und also das ist auch die Krönung oder man will jetzt nicht Physiker, um einen Nobelpreis zu kriegen, nehme ich mal an, aber er zählt schon zu jenen, die einfach auch nie aufgegeben haben oder und sehr hartnäckig geforscht haben. Ja, zach, wie man in Österreich sagt, also immer dran geblieben, gerade in einem Forschungsfeld, wo viele gesagt haben, ob sich das ausgeht, das ist schon ein sehr komplexes Feld und er und seine Gruppe haben immer dran geglaubt, sind dran geblieben. Und das hat sich ausgezahlt. Das hat sich natürlich schon in den 90er Jahren abgezeichnet, das könnte was werden, diese Übertragung von diesen Quanten. Das war schon absehbar, das könnte in eine gute Richtung gehen. Und die haben das einfach ständig weiterentwickelt. Und wofür wurde der Preis jetzt eigentlich speziell verliehen? Das ist ja ziemlich komplex. Ja, Landläufig sagt man immer Mr. Beam, weil es so ein bisschen klingt wie im Raumschiff Enterprise, wo das Scotty da steht und dann zerbröselt sie und es taucht woanders an anderer Stelle genauso wieder auf. Das leistet das nicht. Hier wird einfach eine Information übertragen. Ich sage es meistens so, eine Glühbirne, die leuchtet grün und plötzlich weiß eine Glühbirne ganz woanders auch, ich muss jetzt auch grün leuchten, weil die Information übertragen wurde. Okay. Über diese Quanten, das sind ganz winzige Teilchen, die unser ganzes Leben eigentlich ausmachen in ihrem winzigsten Teilchen. Und was schon in der Anwendung sozusagen ist, ist die Quantenkryptographie, wie das so schön heißt, wo man verschlüsselt. Ist vielleicht so wie ein riesengroßes Bild mit 1 Milliarde Teilchen, so wie ein Puzzle. Ja. Und die schüttelt man durcheinander und dann fügt man sie wieder genauso zusammen, dass sie ein Bild werden. Das ist die Verschlüsselung, die hier entwickelt wurde. Und das kann dann niemand mehr knacken. Das ist dann so komplex. Okay. Und das zeigt natürlich auch, wie relevant das ist für Sicherheit. Wir wissen in Zeiten wie diesen, Hacker, überall wird hinein manipuliert und Sabotage. Und das ist mit diesen Methoden, nach allem, was wir bis jetzt hier wissen, nicht mehr möglich. Ja, also es ist schon ein riesen Fortschritt. Toll, Anton Zellinger, der Nobelpreisträger aus Österreich. Da freuen wir uns natürlich mit. Wir sind Nobelpreis. Und ich habe gehört, du arbeitest am Literaturnobelpreis. Du hast deinen ersten Krimi geschrieben. Ja, danke für die Blumen, aber das ist ein kleines Buch, das ich jetzt einmal geschrieben habe. Einfach einmal auch, um was anderes zu machen. Schön, wann kommt das raus? Das kommt am 17. Oktober kommt's raus. Super. Und heißt Herr Kuranaga, ein Samurai zwischen Sushi und Schweinsbraten. Na bitte, also, das klingt vielversprechend, da musst du dann kommen und das uns bei uns vorstellen. Sehr gerne, wenn ihr wollt, kann man gerne machen. Günter Meyer, danke für diesen Besuch heute. Und da sind wir natürlich optimistisch, wenn wir dich bald wieder sehen. Und um Optimismus geht es auch in den Schulen. Den Kindern, wissen wir, geht es nicht immer so gut. Aber da kann ein Unterrichtsfach gut helfen und Oberösterreich zeigt vor, wie es geht. Schule kann ganz schön anstrengend sein, vor allem in Zeiten wie diesen, wo eine Krise die nächste jagt. Ich wünsche mir, dass die Leute nicht so viel jammern und einfach nicht so negativ denken. Es ist schon zum Teil relativ belastend, allerdings versuche ich immer, dass ich mich halt mit aufheiternden Sachen halt so gut wie es geht ablenke. Schule kann aber auch unglaublich viel Spaß machen. Wir sind in der Musikmittelschule Helmond Söd im Mühlviertel. Heute steht Optimismus auf dem Stundenplan. Zu Gast ist Humortrainer und Buchautor Michael Triebeck. Ja, Optimismus kann man lernen. Dazu ist hilfreich, eine humorvolle Perspektive einzunehmen, sich ein bisschen zu verrücken. Das hat man heute in der Schule gesehen. Die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Pädagoginnen und Pädagogen waren ein Stück weit verrückt. Und das macht gute Laune. Und dann kann ich mich einem Lernstoff wieder achtsam widmen. Ich habe es recht lustig gefunden. Man hat einfach wieder mal gemerkt, dass eigentlich Tree auch lustig sein kann und dass es nicht immer so negativ ist. Optimismus habe nichts mit immer hübsch positiv denken und schönreden zu tun, sagt Triebeck. Gefragt sei ein realistischer Blick auf die Welt. Optimisten haben den großen Vorteil, dass sie nicht nur Krisen und Schwierigkeiten sehen, sondern auch die Dinge in ihrem Leben, die funktionieren und die ihnen gut tun. Internationale Studien belegen, eine gesunde Portion Optimismus kann die eigene Widerstandskraft stärken. Als Schulleiter habe ich natürlich eine große Verantwortung, was mentale Gesundheit betrifft. Und in diesem Zusammenhang ist mir ein gutes Schulklima sehr, sehr wichtig. Eine positive Grundhaltung kann da viel dazu beitragen.
Optimismus ist für mich, nach vorne zu schauen. Nicht immer zu sagen, es ist alles so schlimm, es ist alles so furchtbar, sondern zu sagen, so ist es jetzt, wie lösen wir es? Wie machen wir das Beste draus? Optimistisch zu sein, den Kindern eine Perspektive zu geben, glaube ich, ist das Allerwichtigste. Denn nur so können sie auch in ungewissen Zeiten zur Ruhe kommen und zuversichtlich in die Zukunft blicken. Zur Ruhe kommen heute einige Schülerinnen und Schüler aus dem BG und BRG Gmunden. Da habe ich mir nämlich sagen lassen, dass so viele Lehrer krank sind, dass die Schüler heute zu Hause bleiben können. Aber es gibt eine Aushilfslehrerin und die ist in diesem Fall Maria Theiner, meine wunderbare Kollegin. Maria, was ist bei euch los? Guten Morgen. Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob die Kinder was Gescheites lernen würden. Bei mir, das lassen wir lieber bleiben. Die Kinder haben eine Freistunde mehr und fangen heute ein bisschen später an mit dem Unterricht. Dafür besprechen wir gescheite Dinge. Nämlich, wie man positiv bleibt, trotz der Krisen dieser Welt. Diese Jugendlichen, die hier in diese Klasse normalerweise gehen, die sind jetzt in der 8., sprich die waren 16, als die Corona-Krise begonnen hat. Die haben Monate und Jahre des Homeschoolings erlebt und das ist doch ein Alter, in dem sich viel tut. Wir erinnern uns selbst dunkel zurück an diese Zeit, da hat man sich ganz schön entwickelt. Silvia Plaster, Sie sind Pädagogin und Psychologin. Wie haben sich denn die Krisen dieser Welt auf diese Generation niedergeschlagen? Also auf alle Fälle eine Verunsicherung, so das Gefühl, aha, es geht nicht alles immer nur gut. Eine Generation, die ja vom Zweiten Weltkrieg nur über die Schulbücher, Gott sei Dank, lernt. Also einfach eine Zeit des, wie geht's weiter? Und die eigenen Bedürfnisse sind nicht mehr so zu erfüllen gewesen. Es gibt Menschen, egal ob jung oder alt, die können mit solchen Dingen ganz gut umgehen. Andere haben Schwierigkeiten. Diese Fähigkeit, diese Resilienz lässt sich trainieren. Ja. Wie kann man das im Unterricht in der Schule umsetzen? Also wir starten ganz oft den Unterricht mit einer Ruheübung, weil auch das Fokussieren ein großes Thema ist, dass man nicht immer so abgelenkt ist oder sich herumswitcht in der Zeit, in der Gegend. Wir starten auch wir haben auch einen Unterrichtsgegenstand, der bei uns auch mit Psychologie dieses Thema aufgreift. Ja, wir machen Übungen, wir machen Körperübungen, wir haben einen Raum auch jetzt gegründet, wo sich junge Menschen treffen können, auch mit uns Erwachsenen, Gespräche, dass sie einfach erzählen können, was sie bedrückt. Und das tut gut. Es gibt ja oft auch wieder die Forderung nach einem Unterrichtsgegenstand, psychische Gesundheit, wo Sie schon gesagt haben, ja, das würden Sie unterstützen, das hätten Sie auch gern. Ja. Aber drehen wir den Spieß einmal um. Was können denn wir als Erwachsene von dieser Generation, von diesen Jugendlichen lernen? Ja, das ist eine schöne Frage. Auf alle Fälle dieses doch Mitgehen mit, also dieses resiliente Mitgehen mit den Situationen. Und was ich schon erlebe, sie sind einfach wirklich sehr humorvoll. Also sie haben schnell einen Witz, sie haben schnell eine Karikatur, die sie dann zeichnen. Sie kommen schon mit dieser lebendigen Art kommen sie auf die Situationen hin. Also dieser Humor sozusagen als Ventil auch für schlechte Zeiten, für Krisen sozusagen. Ja, weil Angst und Lachen geht nicht zusammen. Also wenn ich Angst habe, dann kann ich nicht gelassen lachen. Und daher ist Lachen wirklich irrsinnig ein schönes Ventil. Ja. Ganz kurz noch, man kann halt nicht über alles lachen. Ja. Die Welt ist nicht immer rosarot mit Glitzer und Sternenstaub. Nein. Ab wo wird es denn auch so, dass man mal sagen kann, okay, ich darf einmal schlecht drauf sein, ich darf mal wütend sein, ich darf auch einmal müde sein, K.O. sein. Genau. Ja, genau, wunderbar. Alles gehört dazu. Die Frage ist nur, wie lange ich in etwas hängen bleibe, in einer Stimmung, in einem Gedankenkarussell. Und da ist dann die Frage, kann ich auch wieder aussteigen und schauen, wie komme ich denn überhaupt in so eine Gefühlslage? Weil meistens sind es doch irgendwie Gedanken oder Fokussierungen, die mich in die Gefühlslage bringen. Also das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, die Balance muss stimmen und der Blick nicht nur auf die eine oder auf die andere Seite des Lebens gerichtet sein. Silvia Plaster, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, dafür, dass Sie mit uns bald aufgestanden sind und trotzdem den Humor nicht verloren haben, ganz im Gegenteil. Und damit liebste Grüße aus Gmunden zurück nach Wien. Danke dir. Ich möchte nur ganz kurz wissen, fällt eigentlich heute auch die Physikstunde aus? Kannst du das noch kurz eruieren für uns? Das weiß ich ehrlich gestanden nicht. Fällt Physik aus heute? Wissen Sie das zufällig?
Wir bringen das gern für dich noch heraus, Eva. Ja, es geht um den aber Nobelpreis. Ich garantiere dir, du musst heute keine Schularbeit schreiben. Bin ich froh. Ich danke dir, Maria. Alles Liebe, bis morgen. Vielen lieben Dank. Ja, Anton Zeilinger hat gestern vor allem seinem Mathematiklehrer gedankt, dafür, dass er ihn schon sehr früh für dieses Fach begeistert hat. Das hat mir jetzt auch gerade noch einmal Professor Johannes Huber bestätigt. Und Sie waren wahrscheinlich auch schon in früher Schulzeit ein mathematisch begeisterter Mensch, oder zumindest naturwissenschaftlich. Ja, bei dem Dank von Professor Zeilinger an seinen Professor merkt man, wie wichtig es ist, dass man die Jugend für die Wissenschaft begeistern soll und auch kann. Und dass letzten Endes in jedem Schüler ein kleiner Nobelpreisträger ruhen kann. Und man muss das nur wecken, nicht? Das muss man wecken. Haben Sie, gut, Sie haben auch immer geforscht, aber Medizin-Nobelpreis, haben Sie sowas einmal angestrebt? In Ihren geheimen oder kühnsten Träumen? Das wäre zu hoch gegriffen. Also wir sind schon sehr dankbar, wenn wir den Frauen helfen können, jeden Tag. Danke. Dafür bedanke ich mich im Namen aller Frauen. Und Sie haben wieder mal Ihr ganzes Wissen in ein schönes Buch gepackt, das Wunderwerk Frau. Ja. Und dieses Wunderwerk erklärt einmal, warum wir Frauen länger leben, warum wir vielleicht auch gegen manche Krankheiten resistenter sind oder robuster reagieren. Womit hat denn das zu tun? Dadurch oder damit, dass die Frau eine viel größere Aufgabe in der Evolution erfüllt als der Mann, nicht? Also sie muss das Menschengeschlecht zur Welt bringen, sie muss 9 Monate lang das Kind austragen. Der Beitrag des Mannes zur Erhaltung der Art ist oft nur wenige Minuten, wie wir wissen, nicht? Und bei der Frau kommt noch die Stillzeit dazu, die Empathie gegenüber dem Kind. Also von daher ist die Position der Frau in der Natur, in der Biologie viel, viel größer anzusehen. Jetzt könnte man vielleicht auch von einem sehr tradierten Frauen- und Männerbild sprechen, wenn wir das so sehen. Aber Sie beweisen das ja auch sozusagen. Wir sind einfach körperlich dementsprechend ausgestattet. Es ist natürlich hier keine Diskriminierung in irgendeiner Sinn vorgesehen, sondern ganz im Gegenteil. Die Natur hat also die Frau in besonderer Weise privilegiert und eigentlich ist sie das starke Geschlecht. Was natürlich nicht heißen soll, dass der Mann sich nicht einbringen soll in die Arbeit. Er muss es sogar einbringen, damit das Wunderwerk noch besser funktionieren kann. Na schau, das ist die Diener des Wunderwerks. Nein, so will man das natürlich auch nicht sehen. Aber warum ist es jetzt wirklich so, dass, wenn wir an Covid zum Beispiel denken, ja, dass ja oft Männer viel schlimmer und schwerer getroffen als Frauen. Sind wir da körperlich einfach besser ausgestattet? Das ist richtig und das muss die Frauenheilkunde und die Genderforschung natürlich noch viel besser darstellen, dass hier Unterschiede sind, die auch ausnützbar sind, wenn Frauen erkranken, wenn spezifische Probleme bei Frauen auftreten und die dann auch sogar hormonell teilweise beseitigt werden können. Aber man muss es natürlich richtig machen, natürlich, auch mit den Hormonen. Das heißt, die Hormone helfen uns natürlich, das alles zu managen, so zumindest im Großteil des Lebens. Das ist und dann kommt die Menopause und dann sind wir hormonell auch nicht mehr gut aufgestellt. Ja, dann fehlt dieses Wireless-System, nicht, dass alle Organe verbindet und dann muss man die richtige Diagnose fällen und dann kann man vielen Frauen mit bioidenten natürlichen Hormonen helfen. Also jedes Östrogen ist natürlicher als ein Aspirin. Ja bitte, das ist nicht schlecht. Also nicht für immer jung ist die Devise von Professor Johannes Huber, sondern gesund. Für immer gesund. Ja. Schön, dass Sie das wieder mal zusammengefasst haben und bei uns heute vorgestellt haben. Das Wunderwerk Frau von diesem Wunderwerk Mann. Dankeschön. Danke für die Einladung. Bleiben Sie noch kurz sitzen. Wir haben noch ein schönes Gewinnspiel für Sie. Es gibt den Buchstaben, den 3. von 5 diese Woche. Zu gewinnen gibt es einen Gutschein für 2 Nächte für 2 Personen, bereitgestellt vom Thermenressort Leupersdorf. Und da wird schon fleißig gesammelt. Ich hoffe, Sie tun das auch. Schauen wir gleich, welcher Buchstabe jetzt an der Reihe ist. Das ist das F wie fröhlich sein. So machen wir das. So kommt auch gleich eine fröhliche Frau zu Ihnen. Und bitte alles sammeln bis Freitag und auf unserer Homepage auch nachschauen, wenn Sie einen Buchstaben vergessen haben oder noch einmal nachschauen wollen. gutenmorgen.orf.at. Und weil ich Ihnen eine fröhliche Frau versprochen habe, darf ich Ihnen jetzt Helene Fischer präsentieren. Sie war erst kürzlich, nämlich am Wochenende in Gastein, hat ihre österreichischen Fans begeistert und gestern hoffentlich auch Grissemann Stermann. Dort war sie nämlich zu Gast und war mit Ruskaya aktiv. Dann ist Helene Fischer in der Haus. Gestern Abend zu Gast bei Willkommen Österreich. Nicht zum ersten Mal, dass Helene mit Ruskaya jammt.
Nee, und ich muss sagen, ich genieße das jedes Mal, weil es einfach so eine spezielle Art ist, meine Songs dann neu zu entdecken und neu zu hören. Und auch heute wieder mit den Jungs zu proben und Mädels, muss man dazu sagen, es macht einfach totalen Spaß, weil es wird alles rockiger und es wird trotzdem fett, muss ich sagen. Also ich genieße es immer sehr. Richtig fett war in jedem Fall Helenes Rekordkonzert in München vor 6 Wochen. 130.000 Fans, das schaffte vor ihr noch keine Künstlerin. Ich kam raus und habe Gänsehaut am ganzen Körper gehabt und habe aber und zugleich konnte ich es aber irgendwie auch nicht richtig so aufsaugen, weil es einfach nur eine Riesenfläche war voller Menschen. So losgelöst, frei, 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 kommt! Und wir hatten tatsächlich gar nicht so viel Zeit, um uns vorzubereiten. Wir haben Choreografietraining zwar gehabt, aber letztendlich haben wir die Show, weil es halt Open Air war und weil wir durch den Lärm, den wir auch veranstaltet haben, nur 4 Tage Zeit gehabt, das alles auf die Beine zu bringen und trotz Flugwerk und allem Pipapo. Also das war für uns schon eigentlich unser eigener Rekord, den wir geschlagen haben. Seit Dezember ist Helene Fischer Mutter einer Tochter und gestern Abend brachte sie Nala erstmals nicht selbst ins Bett, weil sie arbeiten musste. Die Kleine wird sich daran gewöhnen, denn im nächsten Jahr ist Mama wieder auf Tournee. Allein in Wien tritt sie 5-mal in der Stadthalle auf. Die Reiseplanung so kindgerecht wie möglich. Es ist so, dass wir immer eine Woche vor Ort sind in einer Stadt und das ist ehrlich gesagt sehr angenehm, weil ich dann einfach nicht jeden Tag reisen muss. Ich muss nicht jeden Tag das Hotelzimmer wechseln. Ich kann mich dann erstmal für eine Woche heimelig einrichten im Hotel. Und bis zum Wiedersehen gibt es zumindest Helenes Rekordkonzert auf DVD. Wir sehen uns, wenn ihr es wollt. Und bleibt bitte gesund, okay? Juhu, Martina Reuter und ich jubeln auch schon mit. Also die Ohrringe hat sich Martina Reuter halt von Helene Fischer geholt. Ich hätte aber gern diese Tänzer. Geht das? Ich hätte gern die Figur. Nein, ich will nur die Tänzer und ich will, dass die immer bei mir in der Küche stehen und mich so begrüßen, wenn ich in der Früh aufstehe. Somit erübrigt sich die Frage, was du mit denen machen möchtest. Frühstücken? Was sonst? Die sollen mir den Kaffee machen und meinen Orangensaft. Weißt du, ohne Orangensaft kann ich ja nicht starten. Andere trinken Kaffee, ich bin ja orangensaftsüchtig. Die müssen den ganzen Tag Orangensaft pressen. Wurscht aus dem Backerl, aber Hauptsache ein Glas Orangensaft, dann komme ich erst in Fahrt. Und was ist dann mit den Tänzern? Dann schickst du sie wieder nach Hause. Verbringe ich mit ihnen den Tag. Nimmst du sie den einen nehme ich als Fahrer, den anderen nehme ich zum Einkaufen. Also ist wunderbar, gell? Schau, die Martina hat eigentlich für alles einen guten Plan. Ja, ja, schon mal Plan. Super Ohrringe übrigens, die finde ich sehr. Die sind nicht schlecht, fast ein bisschen spooky irgendwie. Schau ein bisschen länger rein und ich sage dir die Zukunft. Genau, daran erinnern sie mich. Ja. Ja, ja, was möchtest du wissen? Heute wirst du einen sehr schönen Tag haben. Die Sonne scheint, der danke, Kaffee Martina. Wird schmecken. Ja, heute wirst du dich toll anziehen. Heute wirst du dich richtig gut fühlen. Ja, aber das macht doch Mode, nein, oder? Ich habe in so diesen Ohrringen gesehen, dass ich heute Hose tragen werde. Ja, und deswegen habe ich extra für dich das Thema Hosen. Und ich habe selber keine Ahnung. Ich tue mir ja schwer hätte mit Hosen. Gewundert, ja? Aber hast du mir eine Jogginghose mitgebracht? Moment, die heißt Jogpants, bitte. Aha. Weil die ja wie eine Anzughose geschnitten ist. Stimmt. Dreh sie bitte mal um. Das ist, glaube ich, auch meine Größe für ja, dich. Ja, es ist wunderbar. Mit dem Gummizug. Und normalerweise nimmt sie mir solche Hosen mit. Ja? Ja. Solche Hosen bringt sie dann für mich, ja, die Martina. Also ich hab muss man auch mal ertragen. Muss man auch sagen. Ja? Ja, aber Eva, ich passe mich ja an. Also weißt du, es gibt ja, ja. Menschen... Hast du auch wieder was mit Streifen für mich ja, mitgenommen? Weil seitliche, genau meine Farbe. Ja, aber seitliche Streifen machen schlank, sind wir ehrlich. Man nennt das auch Galant-Streifen. Ist ja ein bisschen Galant, der, Balayage, ja. Galant, ja, ja. Alles. Camouflage. War übrigens das erste Wort, was mein Sohn gesprochen hat. Ja? Statt also Mama. Ja, das erste Wort, weil er gesagt hat, ganz gerade wirklich Camouflage im Kindergarten. Alle waren geschockt und ich habe mir gedacht, yes, yes, hat alles richtig gemacht. Ja. Du, aber es gibt wirklich geboren. Unterschiedliche Hosen im Moment. Die Jogpants sowieso. Jogpants. Also, wahnsinnig Sie viel. Dürfen mit Jogginghose ins Büro gehen. Man nennt das jetzt Jogpant. Ja, ja, damit die, Sie das gleich rechtfertigen können. Ja, aber es soll halt nicht die abgeschnuddelte Jogginghose sein, wo der Hintern 3 Kilometer weit weghängt. Ja, weil die das aus ist der ja Pandemie das, kommt jetzt ja, weg. Sondern mit guter Elastananteil, weil dann sitzt die auch besser. Und die ist wirklich schön gearbeitet. Lederimitathosen gibt es natürlich auch viele. Und im Moment siehst du ganz oft vorne die Schlitze. Und das schaut echt cool das aus. Hast du dir bei Helene Fischer ihren Bühnenoutfits abgeschaut? Echt? Hat sie das auch? Nein, die hat immer so kurze. Hast du so Panties auch? Hat sie es aber von mir abgeschaut. Ganz ja, das kann natürlich auch sein.
sein. Aber ich finde die ganz cool, sicher, weil die das Bein optisch natürlich ein bisschen schlanker machen, wenn es unten vorne aufgeht. Mit Glitzeroberteil oder mit etwas Spitze kombiniert. Ja, aber das wäre doch was für Frau Bölzl. Das ist aber nicht meine Größe. Eva, das wäre was für dich. Das könntest du morgen zum Beispiel anziehen. Ah, das ist doch, also da muss ich jetzt sagen, das ist süß, aber mir fast ein bisschen zu langweilig. Da bin ich auch schon mutiger. Das gibt's ja nicht. Dann würde ich dir dazu gerne kombinieren eine Leder-Imitat-Hose. Ja, genau. Und auch Plateauschuhe dann noch sehr dazu. Cool. Ja, aber das finde ich auch sehr schön. Ich habe kurz überlegt, ob ich dieses Outfit anziehen soll. Colorblocking, morgen werde ich von Martina Reuter ausgestattet. In lila, pink und... Ja. Nein, ich habe ein Lurex-Teil gefunden. Sagt man das, Lurex? Ja. Oder gibt es da auch einen neuen französischen Namen? Eva, du bringst mein ganzes System durcheinander, merke ich. Entschuldigung, ich habe mal den Ton hier angeben. Ich habe noch was für dich. Das ist gut, das ist meine Farbe. Ja? Die probiere ich. Achtung. Die hat Fran? Nein, das kann ich nicht anziehen. Ja, wieso nicht? Also bitte. Das ist doch... Was heißt das so? Das tragt man jetzt so. Man hat überall einen kleinen... Soll ich das auch so tragen? Man nennt das Fancy-Abschluss. Fancy, ich bin so fancy. Ja. Dank Martina bin ich so fancy. Nein, aber deine Ohrringe möchte ich tragen. Also eigentlich wollte ich über Hosen sprechen, aber das wenn du die Ohrringe... Also die Zeit ist um. Die Zeit ist um. Ich bin gespannt, was du anziehst. Übrigens, am Freitag kommt das erste Umstyling. Vielleicht kann ich mich da mal zur Verfügung stellen. Du, wir suchen immer noch Kandidatinnen und Kandidaten. Also bitte bewerben. Super, danke dir. Schön, Dankeschön, dass du da warst. Wir sehen uns morgen, ich freue mich drauf. Alles Liebe. Und ziehen Sie sich gescheit an. Gell? Schluss, es ist vorbei, wo der Tag die Nacht begrüßt. Badeschluss, es ist vorbei, weil der andere kann anderen vermisst. Du hast da alles ihm da gegeben, ein Tag kann nehmen auch am Leben. Die Sonne war stark und ziemlich gut heut, drum ruder als die anderen Leute. Wer was anders sagt, kann still verbleiben. Die Witz, a Schass, mehr wird nicht bleiben. Badeschluss, es ist vorbei, wo der Tag die Nacht begrüßt. Badeschluss, es ist vorbei, weil der andere keinen anderen vermisst. Du hast da alles ihm doch gegeben, ein Tag kann niemand auch am Leben. Jetzt, wo ich endlich allein bin, ich bin der Badeschluss, ein Wahnsinn, kann ich in Ruhe aufs Bissoir gehen, da kommt dann auch die zweite Luft, den meisten Mist macht Männerduft. Badeschluss, es ist vorbei, der Tag die Nacht begrüßt. Badeschluss ist eine Weile.
Einen schönen Vormittag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Zeit im Bild. Es ist 9 Uhr. Der russische Präsident Wladimir Putin hat heute die Annexion von ukrainischen Gebieten unterzeichnet. Unterdessen meldet die Ukraine neue erhebliche Geländegewinne in den von Russland beanspruchten Gebieten. Dutzende Ortschaften seien zurückerobert worden, sagt der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj in einer Wiederansprache. Dieses Dorf liegt in der Region Donetsk. Ein halbes Jahr war es unter russischer Besatzung. Ende September haben ukrainische Truppen hier die Kontrolle übernommen. Doch an ein normales Leben ist vorerst nicht zu denken. Viele Gebäude wie die Schule sind zerstört. Diese Familie lebt weiterhin im Keller ihres nahezu zerstörten Hauses. Es gibt kein fließend Wasser und keinen Strom seit Monaten. Die Ukraine rückt nach eigenen Angaben weiter vor. Die Truppen kämen im Süden und Osten schnell und kraftvoll voran, sagt der ukrainische Staatschef in seiner allabendlichen Videoansprache. Die russische Seite verkündet hingegen Erfolge bei der Teilmobilmachung. Mehr als 200.000 Menschen seien bislang der Armee beigetreten. Der kommende Winter scheint, was die Gasvorräte in Österreich betrifft, gesichert zu sein. Die Speicher sind gefüllt. Aber was ist mit den kommenden Wintern? Österreich braucht weiterhin Gas. Die Strategie dafür müsse vom Staat gesteuert werden. Das sagt der ehemalige OMV-Chef Gerhard Reuss im ORF-Report. In Österreich müssen sie Strukturen schaffen, wo der Staat gewährleisten kann, dass er nächstes Jahr das Land versorgen kann mit Gas. Das heißt, sie haben Gas zu beschaffen mit einem unheimlich hohen Preisrisiko. Da geht es um Milliarden. Sie müssen Leitungsrechte kaufen, wissen nicht, ob sie tatsächlich sie brauchen oder nicht. Das heißt, sie müssen ein Riskmanagement betreiben mit diesen großen Beträgen, die im Spiel sind. Und da braucht es Einheiten. Und da bin ich der Meinung, das kann nur Aufgabe des Staates sein. Heute stellt sich ÖVP-Innenminister Gerhard Karner den Fragen der Abgeordneten im ÖVP-Untersuchungsausschuss. Dabei wird es auch um den ehemaligen ÖBAG-Chef und Kurz-Vertrauten Thomas Schmidt gehen. Schmidt gilt als Verursacher der aktuellen ÖVP-Probleme. Ohne die Daten aus seinem Handy wäre vieles nicht ans Licht gekommen. Der ehemalige ÖBAG-Chef lebt derzeit in den Niederlanden und ist bisher sämtlichen Ladungen nicht nachgekommen. Die Opposition im U-Ausschuss verlangt daher, dass die Polizei ihn vorführt. ÖVP-Innenminister Gerhard Karner hat dafür anfangs keine gesetzliche Grundlage gesehen. Jetzt könnte eine erscheinen, Schmidt aber doch möglich sein. Und im Parlament vor dem Ausschuss steht jetzt unsere Reporterin Claudia Dannhauser. Ja, warum könnte denn Schmidts Erscheinen jetzt also doch möglich sein? Ja, die Ladung von Thomas Schmidt, die ist schon lange ein Tauziehen, auch mit vielen Rechtsgutachten. Prinzipiell geht es darum, dass Schmidt offenbar gemeint hat, mit einer Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland sich dieser Ladung entziehen zu können. Aber er muss, um nicht sich einem internationalen Haftbefehl auszusetzen, den Ermittlungsbehörden eigentlich immer zur Verfügung zu stehen. Und da hat man dann gesagt, dann kann man die Ladung in den U-Ausschuss ja dort zustellen und das hat man auch gemacht. Und wenn er die Ladung angenommen hat, dann kann man ihn auch vorladen. Dann ist das aber bisher noch nicht dazu gekommen. Und die Opposition hat dann den Innenminister aufgefordert, ihn polizeilich vorführen zu lassen. Der hat am Anfang gemeint, das ist rechtlich nicht möglich. Jetzt sieht es offenbar anders aus und das wird heute eines der Hauptthemen hier sein. Vielen Dank, Claudia Dannhauser, für diese Informationen live aus der Wiener Innenstadt. Die Vorbereitungen für die Bundespräsidentenwahl in 4 Tagen laufen seit Wochen auf Hochtouren. Allein in Wien müssen tausende Wahlzellen und Wahlurnen in die knapp 1.500 Wahlsprengel ausgeliefert werden. Eine logistische Herausforderung. 3.100 Tische und 5.660 Sessel für die Wahlkommissionen, 2.130 Wahlzellen und 940 Wahlurnen für die Bürgerinnen und Bürger. Im Logistikzentrum der Stadt Wien herrscht Hochbetrieb. Dutzende Wahlkabinen wurden bei der letzten Wahl beschmiert oder beim Transport beschädigt. Sie werden ausgetauscht. Für alles Weitere, wie die Wählerverzeichnisse und die amtlichen Informationen, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MA62 zuständig. Also wir haben für alle 1.493 Wahlsprengel das Wahlpaket zusammengestellt, wo alle Schriftstücke dabei sind und wo auch dann noch die Stimmzettel dazukommen. Vor 6 Jahren musste die Bundespräsidentenwahl wiederholt werden. Die Auszählung der Briefwahlkarten in den Bezirken wurde vom Verfassungsgerichtshof bemängelt. Und es gab Probleme beim Klebstoff. Kommenden Sonntag wird alles reibungslos laufen, versprechen die Verantwortlichen.
Beim Stella Festival in Wien sind noch bis Freitag die besten Theaterproduktionen aus ganz Österreich für Kinder und Jugendliche zu sehen. Am Ende werden die besten TheatermacherInnen mit dem Stella-Preis ausgezeichnet. Ein Kandidat, das Stück Mädchen wie die am Wiener Burgtheater. Ein Foto von Scarlett! Nackt! Oh mein Gott! Wer solche Freundinnen hat, braucht keine Feinde mehr. Ein Fall von Cybermobbing an der Schule. Ich wusste nicht, dass sie fett war bis jetzt, aber sie ist fett. Fette Schlampe. Das ist ein Thema, wo auch Lehrkräfte ganz schwer rankommen. Und da natürlich, wo wird es angesprochen, wo wird es aufgearbeitet? Das kann man hier im Theater tun. Das Stück Mädchen wie die, ein spannender Blick in die Welt von 13-Jährigen, lockt die Jugend ins Burgtheater. Ich war noch nicht oft im Theater, aber ich fand es cool, dass sehr viel Sachen auch von der heutigen Jugend verwendet wurden. Sehr gut, weil es passiert auch im echten Leben auch so. Vor allem, dass auch wirklich gezeigt wurde mit den Tänzen von TikTok natürlich, was auch sehr die Jugendlichen, also den ganzen Leuten hier, sehr gut gefallen hat. Wir Mädchen müssen zusammenhalten. Und das Wetter wird schön, weiß Vera Gruber. Ein Hoch mit dem klingenden Namen Timeo ist derzeit für uns wetterbestimmend. Damit liegen einige goldene Oktobertage vor uns. Aus Südwesten strömt zudem sehr milde Luft in den Alpenraum. Der Südwesten Europas gehört derzeit zu den wärmsten Regionen des Kontinents. Auf der Iberischen Halbinsel gibt es noch einen Hauch von Sommer. Nach Nordosten hin ist es hingegen herbstlich kühl mit Höchstwerten um 10 Grad. Im Alpenraum erwarten uns heute Höchstwerte zwischen 18 und 24 Grad. Für Anfang Oktober ist das ausgesprochen mild. Mit Föhnunterstützung sind vereinzelt 25 Grad möglich, so etwa im Inntal. Dazu überwiegt heute der Sonnenschein. Letzte Nebelfelder lichten sich nun bald. Tagsüber ziehen dünne, hohe Wolkenfelder durch. Sie stören den sonnigen Eindruck aber nur wenig. Dazu frischt, wie eingangs erwähnt, föhniger Südwind auf. Und in dieser Tonart geht es auch weiter. Morgen wieder sehr sonnig mit ein paar hohen Wolkenfeldern und nur wenig Nebel. Am Freitag ist es meist sogar wolkenlos, allerdings wird der Frühnebel über den Niederungen häufiger. Es bleibt auf jeden Fall sehr mild, mit Höchstwerten auch weiterhin um und über 20 Grad. Von unserem Dreisat-Publikum darf ich mich an dieser Stelle verabschieden mit lieben Grüßen aus Wien. Und hier geht's jetzt wie gewohnt weiter mit Fit mit Philipp. Die nächste Zeit im Bild haben wir für Sie um 13 Uhr. Ich freue mich, wenn Sie einschalten. Auf Wiedersehen. Ist es herrlich, heute wieder mal im Freien draußen, strahlender Sonnenschein hier bei uns im Osten. Ja, ein paar kleine Wolken, aber so herrlich und diese frische Luft, die tut so gut. Ja, guten Morgen Österreich oder wo immer ihr heute mit dabei seid. Und ich freue mich schon, dass wir uns heute wieder gemeinsam bewegen. Und wie immer sage ich es jetzt gleich mal zu Beginn, es ist die Regelmäßigkeit, die uns den Erfolg bringt. Und ich freue mich für alle Damen und Herren, die erst seit kurzem mit dabei sind oder die sich heute den Ruck geben und sagen, da mache ich heute mit. Richtige Entscheidung. Gut. Erste Übung, die wir haben, wir stellen uns in die leichte Grätsche. Aufrechte Körperhaltung, das heißt, der Nabel zieht Richtung Wirbelsäule. Hände haben wir da. Ja. Und jetzt gehen wir mal von rechts nach links. Pendeln wir uns einmal ein, ganz locker und entspannt. Von der einen zur anderen Seite. Atmung fließen lassen. Und es ist so schön. Ich mag das so sehr. Wenn die Sonne scheint, das ist so herrlich. An der frischen Luft, ach, das tut gut. Kann ich euch nur empfehlen. Auch das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wenn ihr die Möglichkeit habt, geht raus an die frische Luft, irgendwo hin spazieren. Herrlich. Wald natürlich noch schöner. Waldbaden nennt man das. Sehr schön. Rechts, links einfach pendeln. Das heißt, wir können uns da immer wieder mit den Fußspitzen abstützen. Wenn wir merken, es ist zu kippelig, sonst gehen wir von der einen zur anderen Seite. Genau, sehr schön. Jawohl. So, und jetzt, nächster Schritt, wir nehmen einen Arm dazu, ja, und beginnen hier so richtig schön zu schwingen. Nehmen den Arm, kleine Bewegung, zunächst einmal einen Arm. Ja, sehr gut. Und können dann natürlich versuchen, immer größer zu werden, ausladender mit unserer Bewegung. Rechts, links, Atmung fließt. Sehr schön. Oben. Einfach genießen.
Ja, der Ewald hat mir geschrieben, er hat ja nicht nur mitgetan als Vorbereitung für seine Motorradtour, sondern auch während der Tour. Da haben wir schon das Foto. Ist er unterwegs und die Tour mit? Mit seinen Freunden, mit dem Frank und mit dem Franz. Sehen wir das? Dankeschön. Sehr gut. Okay, Hände wieder Richtung Oberschenkel. Und jetzt dann natürlich, was machen wir? Wir wechseln, anderen Arm. Zack. Die schöne, große Bewegungen zu machen. Von der einen zur anderen Seite. Herrlich. Atmung fließen lassen. Das tut gut. Ja, und worauf ich sehr stolz bin, kommt gleich zum nächsten Foto. Und zwar die Johanna hat mir geschrieben, aus dem geriatrischen Zentrum in, wo sind die zu Hause? Ich glaube, St. Pölten oder so. Genau, sieht man hier. Auch da wird täglich geturnt. Meine Damen und Herren, ich bin stolz auf euch. Sehr schön. Große Bewegungen. Okay, und wir kommen zur Mitte. So, wir können ein bisschen enger werden von unserer Beinstellung her und beginnen jetzt einmal hier unsere Schultern zu kreisen. Ja, kleine Bewegungen zunächst einmal nach hinten. Ja, geriatrisches Zentrum. Ich finde es wirklich sensationell. Wie gesagt, bin sehr stolz auf euch. Und überhaupt auf alle Mitturnerinnen und Mitturner. Ihr seid ein Wahnsinn. Ihr habt Eigenverantwortung übernommen. Ja? Und da können wir schon versuchen, dass wir größer werden. Eigenverantwortung für euren eigenen Körper oder für euren Körper, für eure Gesundheit, für euer Wohlbefinden. Rechts, da soll ich um. Ja, sehr schön. Und wenn wir dann größer werden, stoppen wir mal die Richtung und bewegen uns einmal mit den Schultern nach vorne kreisend. Ja, Bewegung kann sehr viel. Ja, da kann ich schon mal knacksen. Ja, dann wechseln wir die Richtung, gehen nochmal nach hinten. Und natürlich bitte, wenn es geht, Lächeln aufsetzen. Habe ich auch schon gehört, alles geht. Ich bemühe mich bei den Übungen so gut wie möglich mitzutun. Nur das mit dem Lächeln fällt mir manchmal schwer. Na, dann probieren wir es gleich. So, jetzt werden wir ein Spur größer. Das heißt, wir haben die Ellbogen mit dabei und beginnen hier mal zu kreisen. Auch da mal nach hinten zunächst in die eine Richtung. Rechts haben wir schon wieder. Ja, nach hinten kreisen. Sehr schön. Jeder in sein Tempo. Kann man langsamer machen, schneller machen, wie ihr möchtet. Dann einmal die Richtung wechseln. Nach vorne. Tut gut. Huh? Sehr schön. Geht im Büro, geht überall. Auch in der Schule. Ja, an dieser Stelle ein Hallo und Grüß Gott an alle Schüler und Schülerinnen. Haben wir auch einige in ganz Österreich, die bei uns immer fleißig mitturnen. Das heißt, wir haben alle Altersklassen, die bei uns hier aktiv sind. So, und nächster Schritt. Genau, unsere Arme. Gestreckte Arme. Schöne, große Kreise. Und ich glaube, das habe ich schon länger nicht mehr gesagt. Ihr bitte kreist weiter. Der Schmale sagt immer, ist Pfandl so richtig ausschmieren. Ja? Ganz wichtig. Ja? Brauchen wir. Viele Menschen haben so mit diesen Überkopfbewegungen ihre Problematiken und dem wollen wir entgegenwirken. So, wir wechseln die Richtung, andere Richtung. Geht nach vorne. Atmung fließt. Körperspannung, nicht irgendwie da wie ein Müllsackel dastehen, sondern Körperspannung ist da. Sehr schön und wir lockern aus. So, jetzt machen wir etwas für unsere Ellbogengelenk. Legen unsere Handflächen da auf die Oberschenkel und jetzt drehen wir praktisch unseren Arm nach außen, Handfläche und gehen eher in die volle Streckung gehen und wieder retour. Ja, ganz eine einfache Übung, können alle machen, da gibt es jetzt gar keine Ausreden. Sehr schön. Ja, international sind wir ja auch an dieser Stelle. Ein Hallo und Grüß Gott nach Deutschland, ein Grüezi an die Schweiz, ein Buongiorno nach Südtirol, Italien, wo immer auch mitgetunt wird. Ungarn, Jore geht, ja, schön nach außen. Ja, genau, Mobilisation, Ellbogengelenk, richtig schön hier in die Streckung zu gehen. Ja. Und das Schöne ist, bei uns turnen ja wirklich alle mit. Von der Einsteigerin, dem Einsteiger, von jung bis alt, bis hin zur Olympiasiegerin, zum Beispiel Emesche Hunyadi. Ja, auch die macht bei uns regelmäßig mit. Sehr schön, nach vorne. Okay, so, jetzt brauchen wir ein Utensil. Irgendwas, was herumsteht. Ich nehme wie immer die Hantel vom Little Phil, schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen.
Da ist es jetzt wichtig, eines unserer beiden Standbeine gut zu verwurzeln. Körperspannung, das heißt der Nabel zieht Richtung Wirbelsäule. Dann gehen wir die Arme nach oben, heben jetzt mit dem Knie an. Einsteiger beginnen heute halt da unten, geben es da unten durch. Sehr schön. Fortgeschrittene und Profis ziehen da weiter nach oben. Das heißt, wir haben die Stabilität über unser Standbein. Ja, geben das da durch. Lächeln aufsetzen. Sehr schön. Und auch hier kommt jetzt einmal der Richtungswechsel. Ja. Spürt man, wie bei den meisten einbeinigen Übungen, dass hier das Standbein richtig gefordert ist, die Fußsohle arbeitet. Das ist gut so. Ja, da wird schon hick. Ja, genau, sieht man, glaube ich, schön, oder? Wie das arbeitet. Genau, das ist super. So. Wir setzen ab, lockern ganz kurz aus, wechseln unser Standbein, Körperspannung, immer darauf achten, verwurzeln, dass wir gut stehen, Arme nach oben und jetzt das andere Bein, so gut es geht. Ja. Sehr schön, nach oben ziehen. Jawohl. Ja, so. Wir wechseln die Richtung. Ja, auch bei uns im Haus wird geturnt. Zum Beispiel Lou Lorenz Titelbacher, meine sehr verehrten Damen und Herren, gemeinsam mit der Regina, eine aus ihrer Redaktion. Die beiden sind da immer mit dabei. Das finde ich Weltklasse. Deswegen ist die Lou Lorenz so fit. Hoppala, fange ich gleich zum Wogeln. Sehr schön. So, nächster Schritt und zwar Arme nach oben, ein Bein gescheit verwurzeln. Ja, dann können wir uns hier praktisch abstützen, Arme nach oben. Jetzt geben wir unser Utensil, da ich stelle mal verkehrt hin, einmal hinterm Rücken vorbei. Oder die Profi-Variante, wir heben ab. Ja, schön zu sehen, kommt zu euch. Also, abheben, entweder hier abstützen, versuchen anzuheben. Körperspannung ist da, unser Standbein, da wir schön zu sehen, ist nie ganz gestreckt, versuchen wir zumindest, sondern über die Muskulatur zu stabilisieren. Und auch hier jetzt einmal der Richtungswechsel. Hoppala, was habe ich jetzt gehabt? Ich glaube so. Eine, dann kann man wieder, natürlich wieder wechseln in die andere Richtung. Und wir kommen zur Mitte lockern aus. Jetzt natürlich ist andere Bein, Standbein wieder gut verwurzeln, Körperspannung, Bein nach hinten abstützen, Arme nach oben, hinten vorbeigeben oder einfach hier die Profi-Variante versuchen, das Bein anzuheben. Und wir arbeiten schon. Bewegung. Bewegung ist Leben. Hoppala. Ja, wenn man da in die Kamera schaut, kann das schon sein, dass man da ein bisschen wackelt. Jetzt wechseln wir die Richtung, ja, Richtungswechsel. Und wie gesagt, da kann man sich immer wieder ein bisschen abstützen, wer möchte. Und wir kommen zur Mitte. So, jetzt machen wir noch einen Mix aus beiden Übungen. Sieht folgendermaßen aus. Arme nach oben. Jetzt heben wir das Knie an, geben unten durch. Bein geht in die Streckung, Arme nach oben. Dann Bein nach hinten, hinten vorbei, wieder nach vorne. Unten durch, zack, hinten vorbei. Ja, gerade noch austariert. Konzentration. Unten durchgeben. Genau, sehr schön. Und jetzt noch das andere Bein natürlich. Ja. Arme wieder nach oben, unten durch, nach hinten strecken, hinten vorbeigeben, wieder nach oben. Sehr schön. Hinten vorbeigeben, Lächeln aufsetzen. Und da gehen noch mindestens zwei gegeneinander noch. Und eine noch, die wir hoppala, die wir machen, durchgeben und nach hinten.
Sehr schön. So, kurz auslockern. Illöser Kralgelenk, Bindeglied, Oberkörper, Beine. Dazu geben wir unsere Daumen hier hinten hin. Und jetzt ziehen wir da richtig schön nach oben. Das heißt, wir neigen uns nicht rechts, links, sondern wir ziehen nach oben am besten. Ihr zieht auch gleich die Fußspitzen nach oben. Sehr schön. Mobilisation. Ganz ein wichtiges Thema. Atem fließen lassen. Lasst euch einfach Zeit, genießt es. Kurz einmal durchatmen nach der Anstrengung. Sehr schön. Okay, so, wir lockern kurz aus. Bei der nächsten Übung kann man, wenn man sich unsicher fühlt, gerne an der Wand anlehnen. Ja? Zur Sicherheit wieder ein Bein verwurzeln. Jetzt greifen wir, heben wir an, greifen da unten hin oder da vorne, ziehen das Knie nach oben. Ziehen nach oben, halten, 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 halten. Genau, sehr schön. Gehen wir nach unten. Das gleiche machen wir mit dem anderen Bein. Anfangen, da unten hin zu greifen für die Einsteiger. Fortgeschrittene greifen vorne hin, ziehen dann nach oben. Herrlich. Sehr schön. Genau. So, ein bisschen was Koordinatives. Und zwar versuchen wir, Einsteigervariante, linkes Bein stabilisieren. Rechtes Bein löst aus und wir schreiben jetzt die Zahlen 1 bis 5. Ja? 1 mit den Zehenspitzen. Einsteigervariante. Fortgeschrittene versuchen das linke Fingerspitze, rechte Fußspitze. 1. Dann versuchen wir den Zweier zu zeichnen. 3. Dann haben wir 4. Sehr schön. Und den Fünfer. Sehr gut. Jetzt wechseln wir. Anderes Bein, konzentriert euch. Einsteiger machen nur praktisch die Bewegung mit dem Bein. Fortgeschrittene, Profis natürlich, Bein und Arm, sprich Finger. Also 6, dann haben wir 7, konzentriert euch. Dann haben wir 8, wir haben 9 und wir haben 10. 1 und 0. Ja, und die Lottozahlen wie immer ohne Gewehr. So, jetzt machen wir ein bisschen was fürs Kräftigen, und zwar Oberschenkel, Vorderseite, seitlich und rück. Das heißt, stabilisieren, Körperspannung ist da, wir lösen aus. Und zwar Einsteiger, Fortgeschrittene, Profis, zieh nach oben. Genau, 7, 5, 4, 3, 2, 1, seitlich. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Damit wir unser Standbein entlasten, wechseln wir mal das Bein. Andere Seite. Ja. Und auch da wieder nach vorne. Einsteiger, fortgeschrittene Profis. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, seitlich, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Standbeinwechsel, jetzt geht es nach hinten, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und nochmal das andere Bein und bitte aufpassen, habe ich schon oftmals gesehen, Bein geht nach hinten, Oberkörper nach vorne. Nein, Oberkörper ist stabil, nur das Bein. 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr schön, kurz auslockern, wir kommen schon zur Cooldown-Phase, stellen wir uns entspannt hin. Versuchen dabei auch die Augen zu schließen, drehen unseren Kopf einmal zur linken Seite, versuchen diese positive Energie aufzusaugen. Vielleicht habt ihr irgendwo einen Platz, wo gerade die Sonne scheint. Wir kommen zur Mitte, neigen den Kopf zur anderen Seite.
kommen zur Mitte, neigen den Kopf zur Schulter, zu einer Schulter, ziehen nach unten. Ja, übrigens, heute Abend Sporthilfe, Lotterien-Sporthilfe-Gala in ORF 1 ab 20.15 Uhr. Wir wechseln die Seite. Also, Lotterien-Sporthilfe-Gala, heute 20.15 Uhr ORF 1. Wir kommen zur Mitte. Und ja, die große Entscheidung steht an, es werden die Top-Sportler des Jahres gewählt, aber auch Sportler mit Herz. Ihr habt für mich gewotet, nehme ich mal an, schauen wir mal, was rauskommt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Die Damen und Herren, die Zeit haben, genießen noch die Cooldown-Phase und wie immer heißt es natürlich bei uns, trinken, 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 die Zelle, die muss schwimmen. Musik.